Yo, 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 willkommen zum Job Volko Podcast. Heute habe ich den Raphael Schildgen zu Gast und er ist europäischer Meister im Public Speaking. Er coacht Leute, die eine großartige Rede halten wollen oder Menschen, die online in Videos begeistern wollen. Und heute habe ich ihn zu Gast. Er ist zugeschaltet aus Ägypten und er erzählt mir heute, wie sein System funktioniert. Raphael, schön, dass ich dich bei mir habe. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein. Ja, wie ist dein Tag bisher, mein Lieber? Ach, an sich ganz geil. Ich wurde mit Ziegen aufgeweckt. Hier gibt es keine Hähne, sondern Ziegen. Ja, und dann einfach ganz normal aufgestanden, ein bisschen gearbeitet, ein bisschen gemacht, einen richtig geilen Fruchtmüsli gegessen und jetzt habe ich mich hier in einen richtig schönen gemütlichen Stuhl gesetzt mit im Hintergrund die steinige Sandwüste von Dahab in Aussicht. Und freue mich hier zu sein, ein wenig Inspiration geben zu dürfen. Wunderbar. Ja, das freut mich. Also, es freut mich, dass du von den Ziegen geweckt wurdest und frisch bist und dass wir jetzt hier loslegen können. Ja, erzähl mal, du bist europäischer Meister im Public Speaking. Ja, wie kam das? Wie wird man europäischer Meister im Public Speaking? Es fing alles an bei einem Bier in der Bar. um mal zurückzuspulen, das war vor 7 Jahren, hatte ein Freund von mir, saß ich mit einem Kumpel in der Bar und ich hatte noch nie eine Rede gehalten, hatte noch nie was mit Bühne zu tun oder sonst etwas. Und er meinte so, hey, wollen wir nicht mal in so einen Rhetorikclub reingehen? Und ich meinte so, ja, warum denn eigentlich nicht? Sind dann dahin gelaufen in die Volkshochschule damals in Aachen, wo da habe ich ja studiert und alles, bin da auch aufgewachsen. Und ich habe es direkt richtig geil gefunden. Ja, also ich fand dieses ganze Setting geil, auf die Bühne gehen, Applaus bekommen, obwohl ich ultra nervös war, voll die total viele Fehler gemacht habe, total zittrige Hände hatte und alles, was dazugehört. Ja, aber es hat einfach Spaß gemacht, Leidenschaft gemacht. Und dann habe ich das erstmal so ein paar Monate lang gemacht, um einfach diese ganzen Erfahrungen zu sammeln. Ja, einfach mal auf Bühnen öfters zu gehen, mal sich auszuprobieren, einfach mal ins Machen zu kommen. Ja, eine der wichtigsten Sachen, einfach mal ins Machen kommen. Und ich hatte ewig lang nicht an Wettbewerb oder sonst irgendwie was gedacht, bis irgendwann eines Tages es gibt immer zwei europäische Meister in Public Speaking, die kamen bei uns nach Aachen zu Besuch, um ihre Rede test zu halten, in Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft. Mhm. Ja, das heißt, es waren zwei ultra krasse Redner, die ihre Rede gehalten haben. Wir saßen da so echt eng gekauert, waren total geflasht von dieser Wucht dieser Rede einfach. Und der eine, der war professioneller Redner seit Jahrzehnten und ich habe mir gedacht, ja, natürlich wird er europäischer Meister im Public Speaking, er macht seit Jahren nichts anderes, verdient damit sein Geld, klar. Aber der andere, der war Comicbuchautor, ja, mhm. Also ein vergleichsweise eher introvertierter Job, wo du eher vor deinen Skizzen sitzt und eher so ein bisschen zeichnest und nicht so viel mit Menschen in Kontakt bist. Und ich habe ihn gefragt, so, ey, Antonio hieß er, wie zum Teufel hast du es denn jetzt geschafft, europäischer Meister im Public Speaking zu werden? Und er hat mir genau das gesagt. Er meinte halt so, ich habe einfach mal gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann nehme ich das nächste Mal auch einfach bei so einem Wettbewerb mal teil. Und das ist halt so in so einem Knockout-System aufgebaut. Also du musst erstmal in der Stadt gewinnen, dann geht es hoch aufs Bundesland, auf Deutschland-Ebene, auf Europa-Ebene. Also relativ steil geht das dann schon nach oben. Dann hatte ich so die erste Stufe gewonnen, auch noch die Bundeslandebene und dann habe ich mir gedacht, so, oh krass, irgendwie mache ich hier was wohl anscheinend ganz gut. Habe mir natürlich aber auch Leute genommen, die mir geholfen haben. Ja, also Mentoren hatte ich, Coachings hatte ich. Die haben mir da auch geholfen, wirklich weiterzukommen. Und es ging dann weiter und weiter. Jedes Mal hieß es dann, erster Platz, Raphael Schildgen. Und ich dachte mir so, bis es dann wirklich zur Europameisterschaft ging. Und ja, das war schon eine Hausnummer. Also da waren dann schon einige hundert Leute, die da saßen. Und bei mir war es eben so, ich bin ja vom Hintergrund Ingenieur. Und als Ingenieur liebe ich es halt, Prozesse zu optimieren. Ja, ich mag es immer voll, so alles zu optimieren und nicht so zu denken, wie die meisten Leute denken, so, oh ja, das muss man ja so und so machen. Das heißt, was ich gemacht habe, ist, diese Methodiken des Maschinenbaus auf die Rhetorik übertragen. Weil ich eben gesagt habe, okay, gibt es nicht ein System, mit dem ich sehr schnell, sehr inspirierende Reden halten kann, die wirklich das Publikum total begeistern, überzeugen, mitreißen? Und ich habe nachgedacht und mich hingesetzt und bin zum Schluss gekommen, ja, gibt es. Und ich habe mir dann eben ein System gebaut, wie ich sehr, sehr schnell diese Reden halten konnte.
Und die Disziplin, in der ich damals da gewonnen hatte, war auch ein Stegreifreden-Format. Das heißt, man kennt vorher nicht das Thema. Also du kannst dich nicht vorbereiten, sondern es kommt was spontan. Du hast 5 Minuten Zeit und dann geht's ab auf die Bühne und du musst deine Rede halten. Ja. Und dadurch, dass ich dieses System hatte, war ich gefühlt nach 10, 20, 30 Sekunden fertig mit meiner kompletten Rede schon. So, ah ja, das, hier, das kommt da rein, das mache ich hier dann so, zack, fertig. Und konnte mich dann noch vorbereiten in 4, 5 Minuten, diese Rede nochmal zu verinnerlichen, mich voll und ganz nochmal präsent zu werden. Und ich denke, das war ein riesengroßer Vorteil gegenüber den anderen Rednern, was unter anderem auch dazu geführt hat, irgendwann den Sieg zu haben. Also ich meine, die Judges haben halt gesagt, dass ich gewonnen habe. Ne? Vielleicht, wenn da andere Judges gewesen wären, wäre es vielleicht jemand anders gewesen. Genau, aber ich sage jetzt mal so, da steckt halt ein System hinter und dieses System kann jeder lernen. Ja, jetzt wird's spannend. Raphael, was ist so, also zwei Sachen, genau, was könnte so ein Thema sein, so ein Spontanthema und wie sieht dann das System an, das du anwendest? Also wenn ich sage als Spontanthema, was könnte ich sagen? Haben die dann immer gleich eine These aufgestellt oder wie war das Genau, dann? also vielleicht gehe ich da noch ein bisschen ein in dieses Format. Also das Format, in dem es gibt mehrere Disziplinen. Die Disziplin, in der ich damals gewonnen hatte, waren Feedback-Reden. Das heißt, in dieser Disziplin ist es so, jemand anders hält eine Rede, ja, die niemand vorher kennt, die wurde noch nie gehalten, das erste Mal im Leben. Und dann haben alle Wettbewerber müssen daraufhin eine Rede halten, um dieser Person ein Feedback zu geben. Das heißt, auf der einen Seite müssen sie diese Person motivieren mit ihren Stärken, um zu zeigen, was dann alles schon gut lief, um die Person zu motivieren. Auf der anderen Seite müssen sie dann aber auch natürlich technisch extrem schnell tief ins Detail gehen, um zu zeigen, was die größten Flaschenhälse sind, um diese Rede besser zu machen und da auch halt wirklich ins Detail gehen, direkt Beispiele bringen, das analysieren und da halt eben aufs nächste Level zu gehen. Und in meinem Fall war es so, dass ich mir dann überlegt habe, ja, was macht denn so eine gute Rede eigentlich aus? Was steckt denn alles dahinter? Habe mir Kriterien überlegt, da eben gewisse Bausteine mir vorüberlegt, die ich schnell zusammensetzen konnte. Und genau, allein so hatte ich schon, keine Ahnung, einen riesengroßen Vorteil davon, weil ich einfach wusste, was ich sage, wie ich es sage. Das sind zum Beispiel Punkte, die dazu gehören. Das ist natürlich noch ganz viele Kleinigkeiten, die noch mit reinspielen. Also ganz so einfach ist es da nicht. Aber das ist so im Wesentlichen das, worum es dann eben ging. Und wenn ich mir jetzt mal als Thema so wirklich ganz konkret was vorstelle, wie bist du dann da herangegangen? Also jetzt sagen wir mal als Thema, Elektroautos sind besser als Verbrennerautos. Wie bist du dann an so ein Thema rangegangen zum Beispiel? Wie ging dein System? Okay, Sag ich mir. das ist jetzt nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Also das wäre jetzt ein Thema Stegreifrede. Ne? Das funktioniert aber ähnlich. Also da gibt es verschiedene Punkte. Gibt es mehrere Techniken, wie man an sowas angehen kann. Erste Sache wäre so die freies Sprechen mit Baumstruktur, nenne ich das. Das heißt, du fängst einfach mit der ersten Sache an, die dir in den Kopf kommt. Ja? Du hast dieses Thema irgendwie Elektroautos oder wie es heißt. Oder Vorteil gegen Verbrennerautos. Und dann kommt der erste Zweig, den du hast, den erzählst du einfach, schaust, was kommt, kommt. Natürlich, das ist eine Sache, die man trainieren muss, trainieren muss, trainieren muss. Und du kannst wie so ein Baum, dann hast du noch deine drei Unterargumente oder was auch immer dir einfällt und gehst dann weiter in den zweiten Dings, erzählst da wieder etwas, schaust, dass der Baum natürlich nachher möglichst gleich ausgefächert ist. Ja, dass du kannst dann wie so ein, ich sagen, wie so ein Meisterartist schauen, ja, ich mache hier noch das letzte Blatt und hier den Zweig und da noch das. Und dann kannst du nochmal Referenz auf das davor nehmen. Das sind auch zum Beispiel Punkte, wenn es jetzt um die Struktur geht. Ja, aber viel, also es geht halt auch nicht nur um die Struktur. Es geht auch darum, natürlich den Inhalt so rüberzubringen, dass es Power hat. Also der perfekte Redetext bringt dir gar nichts, wenn du es nicht selbstbewusst und authentisch rüberbringst. Ja, finde ich großartig, dieses Bild mit dem Baum. Also das Erste, woran du denkst bei dem Thema, daraus baue ich mir einen Ast. Also wieso ist das Elektroauto besser als der Verbrenner? Und dann geht es weiter in die kleineren Verästelungen und dann schaue ich, dass ich diesen ganzen Baum so zusammenkriege und dass ich es auch selbst vertreten kann, dahinter stehe, was ich da sage. Ja, ich würde sogar sagen, bei den Stegreifreden geht es noch nicht mehr so darum, dass du, klar, wenn du voll und ganz dahinter stehst, aber manchmal gibt es einfach Themen, wo du vielleicht erstmal gar keine Meinung hast, weil du dich vielleicht auch nicht auskennst oder so etwas. In der Regel sind das aber auch keine, also zum Beispiel solch eine Frage wird wahrscheinlich in dieser Meisterschaft niemals kommen, weil es viel zu viel technisches Vorwissen benötigt, um überhaupt darüber reden zu können. Also meistens sind die Fragen eher inspirierender Natur. So etwas wie, hey, wenn du für einen Tag Millionär wärst, was würdest du tun? Und dann soll es halt nicht einfach nur sagen, ich will mir einen Lamborghini kaufen, sondern du musst natürlich eine inspirierende Rede
halten, um da die Leute abzuholen, zu schauen, was könnte die interessieren, was wären jetzt drei Botschaften oder so, oder eine Botschaft, die ich den Leuten mitgeben kann, die ich bildlich verpacke in Geschichten. Genau, so würde man das dann eher angehen. Ja, mega spannend. Und erzähl mir mal, zu welchem Anlass standest du dann zum allerersten Mal eigentlich auf der Bühne in deinem Leben? Was war das bei dir? Also wenn ich jetzt wirklich mal so eine, ich sage jetzt mal, also wenn ich jetzt nicht irgendwie sowas nehme, Referat in der Schule, sondern jetzt wirklich mal eine Rede vor Leuten, dann war das halt vor 7 Jahren damals. Damals, als ich angefangen habe, in diesem Rhetorikclub das zu machen. Und es war wirklich, also ich war schon echt aufgeregt, ich war echt nervös. Knie haben geschlottert. Und es war eigentlich nur eine Rede, die hat 5, 6 Minuten gedauert. Und die soll einfach nur über sich selbst gehen, dass man sich einfach mal ein bisschen vorstellt, wer man denn so ist als Person. Eigentlich eine ganz normale Sache. Aber ja, ganz so einfach war es in dem Moment dann nicht. Und da waren halt auch nur so 10, 11, 12 Leute. Also da war jetzt noch nicht mal ein großes Publikum. Trotzdem hatte ich weiß gar nicht, ich habe angefangen mit einem unanständigen Witz. Ich hatte tausende technische Fachbegriffe, weil ich dachte, es wirkt irgendwie intelligent, wenn ich da jetzt so Ingenieursfachbegriffe reinbaue. Aber es wirkte einfach nur unverständlich. Und was hatte ich noch? Ja, Blackout hatte ich auch noch drin. Also es war jetzt kein Meisterwerk, was das angeht. Aber dadurch, dass man das halt macht, wird man eben besser. Ja, und das ist halt der Schritt, den man gehen muss, wovor viele Leute auch Angst haben. Also ich denke, da sollte man mehr in diese Richtung gehen, den Preis zu bezahlen, zu sagen, okay, die erste Rede wird wahrscheinlich nicht super toll, aber ich nehme Erfahrung mit und das ist das, womit ich besser werde und langfristig dann natürlich auch ein guter Redner werde. Und du hast jetzt gerade gesagt, dass du da auch unter anderem einen Blackout hattest. Gibt es da irgendeinen Trick, den man anwenden kann, den du entwickelt hast, wenn einem das passiert, so ein Blackout bei einer Rede? Die wichtigste Sache eigentlich ist, also jedem kann es mal passieren, dass man Blackout hat. Passiert mir bestimmt auch hin und wieder mal, ja. Das Wichtigste ist eigentlich, wie man damit umgeht, nicht ob es passiert. Und zwar könntest du einerseits damit umgehen, zu sagen so, oh Gott, was wollte ich nochmal sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ah ja, genau, ich glaube, das war die Sache. Und dann fährst du weiter und alle merken so richtig, dass du gerade irgendwas falsch gemacht hattest, einen Blackout hattest. Und du machst es schlimmer, als es ist. Oder du sagst, die nächste Sache, die ich euch sagen will, ist, ja, was war eigentlich nochmal die nächste Sache? Ich hatte diesen richtig guten Tipp, der ist mir jetzt entfallen, aber genau, es ist diese Sache. Ha, jetzt kommt der Tipp, den ihr euch alle aufschreiben müsst. Und dann fängst du halt weiter. Ja? Also, wenn du es einfach locker nimmst und dabei lächelst, dann strahlst du auch das aus. Es kommt viel mehr darauf an, wie du etwas sagst, statt was du sagst. Okay. Und jetzt ganz konkret, wie sollte ich am besten oder was ist ein gutes Wie, also wie ich so eine Rede präsentiere? Würde ich erstmal zwei Tipps mitgeben, die ich, keine kleine Anekdote zu erzählen. Und zwar, ich habe selber so meine Tipps und Tricks, wie ich mich auf so eine Bühne vorbereite und da in meine Lockerheit komme. Aber vor 2 Jahren ist, oder 2, 3 Jahren ist eine Sache passiert, wo mir einer nochmal so eine richtig geile Methode gegeben hat, die nochmal alles von mir in den Schatten gestellt hat. Und zwar war ich mit einem Kumpel in Barcelona unterwegs, und wir waren dann halt in der Bar, wollten ein Bier trinken. Und da sind wir mit einem anderen Mann ins Gespräch gekommen. Und dann habe ich ihn halt so gefragt, so, ja und, was machst du so? Und er meinte so, ja, ich arbeite im Showbiz. Und ich dachte mir so, oh cool, bist du also auch auf Bühnen unterwegs wie ich? Also ja, ich bin auch auf Bühnen unterwegs. Oh cool, bist du also auch Speaker? Und er so, nein, ich bin Stripper in Las Vegas. So, okay, interessant. Und wir haben uns dann halt weiter unterhalten. Und ich meinte so, ja, wie bereitest du dich denn auf Auftritte vor? Und er hatte mir zwei Fragen mitgegeben, die er sich immer vor einem Auftritt stellt. Die erste Frage ist, habe ich gerade Spaß? Ja, auf jede Bühne, die du gehen solltest, egal, und selbst wenn es eine Beerdigung ist, würde ich empfehlen, mit einer leichten Portion Spaß daran zu gehen, ja, es nicht bitter ernst zu machen oder ängstlich zu sein oder sonst etwas. Eine leichte Spur Spaß ist immer gut, ja, natürlich immer im Rahmen. Also bei Ehrlichung nicht den Clown natürlich machen, aber auch wenn du in Meetings gehst und es ein schwieriges Thema gibt, hab ein leichtes Grinsen auf den Lippen. Das war die erste Sache. Natürlich führt das dazu, dass man vielleicht schnell zu einem Clown werden könnte, wenn man so treibt, so, yeah, jetzt machen wir hier das Thema und man wird nicht mehr professionell wahrgenommen. Deswegen die zweite Frage: Bin ich gerade relaxed? Ja, sehr wichtige Frage.
Und wenn man diese beiden Sachen mit Ja beantworten kann, ich habe so ein leichtes, entspanntes Grinsen, aber auch so eine selbstbewusste Art, ja, bin gerade relaxed. Das ist eine richtig gute Methode, um egal auf welche Bühne zu gehen. Ob du Stripper in Las Vegas bist, eine Beerdigung halten möchtest oder einfach eine inspirierende Rede hältst oder vielleicht jemanden von deinem Produkt überzeugen möchtest im Gespräch, das ist ein guter Mix. Stellt sich natürlich die Frage, was passiert, wenn ich nicht Spaß gerade habe? Wenn ich die Frage mit Nein beantworte, so ja, ich habe irgendwie keinen Spaß, ich bin nicht relaxed. Was kann ich tun? Eine Sache, die mir mal sehr, sehr hilft, ist, gerade wenn es um Spaß geht, ich erinnere mich an ein oder zwei wirklich witzige Situationen mit guten Freunden, wo ich wirklich so meinen Bauch vor Lachen nicht mehr halten konnte. Und ich hole diese Erinnerung hoch und ich fange jetzt schon selbst an zu grinsen, wenn ich das mache. Das ist die Sache für Spaß. Und die andere Sache fürs Relaxed sein ist, was kann ich machen, um zu relaxen? Erstmal tief, alles langsamer machen, ja, alles relaxen. Tief durchatmen, langsamer bewegen, langsamer sprechen und schon wirkt man deutlich relaxter. Wenn ich jetzt noch dieses leichte Grinsen auf den Lippen habe, bin ich bereit, auf jede Bühne zu gehen. Das finde ich ja me mega gute Tricks. Also tief durchatmen, langsamer sprechen, gleichzeitig an einen Freund denken, mit dem man eine gute Zeit hatte, einfach so ein bisschen sich in eine, ja, eine positive, ja, Grundstimmung versetzen, ne? Das ist einfach wichtig. Okay, ja, Wahnsinn. Und jetzt einmal wirklich auch auf die Bühne. Warum möchte man überhaupt auf die Bühne? Was bringt es mir, dass ich auf die Bühne trete? Das hängt natürlich davon ab, was dein Hintergrund ist, was deine Motivation ist. Also ich arbeite ja ziemlich viel so mit Coaches, Trainern, Beratern, auch mal mit Geschäftsführern. Die meisten von denen haben eigentlich zwei Ziele. Sie wollen einerseits haben sie so diese Botschaft, die sie in die Welt tragen möchten. Ja, denken sie so, ich habe diese Erkenntnis gemacht und die Welt wäre ein besserer Ort, wenn jeder danach leben würde oder dieses Aha-Erlebnis auch hätte. Botschaft rausbringen ist der erste Teil. Zweite Sache ist aber natürlich auch, irgendwo das Business voranzubringen, neue Kunden anzuziehen, Interessenten gewinnen, vielleicht sogar ein paar Abschlüsse zu machen. Das ist meistens so die Motivation, dass das, ja, was quasi das, was du gerne machst, was deine Leidenschaft ist, du so prägnant auf den Punkt bekommst, dass die andere Person einfach nur sagt: So, wow, wie beeindruckend ist das denn bitte? Und ja, auf dich zukommt, vielleicht dein Kunde wird, vielleicht deiner Botschaft folgt, je nachdem, was genau dein Ziel ist. Aber im Wesentlichen sind es so diese Punkte. Ja, also seine Botschaft in die Welt tragen, irgendwie davon leben können. Und was würde mir fehlen, wenn ich jetzt als, sagen wir mal, als Unternehmer oder als jemand, der ein Produkt verkauft, wenn ich diese Eigenschaft nicht habe? Was würde mir dann fehlen, Elementares? Ja, was wird dir fehlen? Du wirst Leute langweilen. Du wirst ignoriert werden. Leute werden am Ende des Gesprächs sagen: Ah, das klingt ja ganz nett, aber ich muss nochmal drüber nachdenken. Ja? Wenn du es schaffst, deine Fähigkeiten und das, wofür du stehst, so prägnant auf den Punkt zu kommen, dass die Gegenseite sofort klar sagt: So, wow, krass, das ist ja total beeindruckend. Und zwar in einer Art und Weise, dass sie diesen Respekt inne behält, ja, die es noch nicht mal sagen muss, dann wird es im Verkaufsgespräch nicht mehr darum gehen, ob du jetzt nochmal drei Zertifikate mehr hast, ob du gut gefeilscht hast, ob du dich gut genug verkauft hast. Es wird einfach nur noch darum gehen: Hat diese Person ein Problem, was ich lösen kann? Und wenn ja, dann wird sie gerne auf dich zukommen und gerne ihr Geld bei dir ausgeben, weil du eben wirkst wie ein Freund, der empfiehlt und es gut meint, ja, und nicht etwas aufdrücken möchte. Und ja, was soll man da noch sagen? Wenn man vertraut, dann ist man zu Hause und zu Hause gibt man eben auch gerne Geld aus. Ja, vollkommen richtig. Raphael, du hattest erzählt, du hast dir ursprünglich Ingenieurswissenschaften studiert. Wie kam das jetzt, dass du gesagt hast, jetzt werde ich Speaker, Coach? Wie kam dieser Wandel dahin? Es hat sich alles echt ein bisschen zufällig so entwickelt, ne? Also ich meine, ich hatte damals ja die Europameisterschaft im Public Speaking gewonnen und bis zu dem Zeitpunkt war das pure Leidenschaft. Ich habe nicht einmal daran gedacht, dass das jetzt ein Business werden wird, von dem ich nachher leben könnte. Zu dem Zeitpunkt war es so, dass ich damals aber, das war noch während meines Studiums, und ich hatte damals mit einer Studienkollegin ein anderes Projekt hochgezogen, wo wir so Krimi-Dinner und Events veranstaltet haben, wo so Leute so im Stil und Charme der 20er Jahre zusammenkamen und so ein Mord auflösen mussten. Und das war damals eigentlich so mein Side-Business. Und ich hatte deswegen auch gar keine Zeit, mich um irgendwas anderes zu kümmern.
Aber ja, irgendwann war es halt so, es war halt, ich sag jetzt mal, ein studentisches Projekt, das hat jetzt auch nicht wirklich viel Geld eingebracht. Irgendwann habe ich das halt sein gelassen, weil es sich auch, es war geil, es war cool, aber es hat sich, ich habe gemerkt, ich werde niemals oder so wie ich es da gerade mache, werde ich nicht davon leben können. Und ich wollte schon immer irgendwie eigentlich was machen, was so Richtung Gründung geht, wo ich mein eigener Boss bin. Und dann bin ich aber, genau, dann bin ich halt irgendwann aber trotzdem, ich meine, ich habe dann mein Ingenieurstudium gemacht, da mache ich das, was man halt so macht, Ingenieur werden, war ja auch irgendwo mein Ziel. Hab ja damals bei BMW dann angefangen, als Ingenieur zu arbeiten. Und irgendwann ist aber dieses Krimi-Dinner-Ding in mein Side-Business, haben wir dann irgendwann einfach abgemeldet, weil wir gesagt haben, so, hey, es ist irgendwie, lohnt es sich nicht mehr, irgendwie funktioniert das jetzt hier nicht mehr so, wie wir uns das vorstellen. Haben das aufgehört. Und für mich ist dadurch erstmal wieder diese Luft frei geworden, um mich überhaupt um irgendetwas zu kümmern, was ich sonst machen wollte. Dann habe ich mir gedacht, okay, wenn es das jetzt nicht ist, ich habe natürlich sehr, sehr viel gelernt. Ich habe jahrelang alle möglichen Erfahrungen gesammelt, die man im Studium noch niemals lernt. Und da habe ich mir gedacht, so, was ist denn die nächste Sache, die ich angehen könnte? Und da habe ich mir vier Fragen gestellt. Vielleicht kennst du auch das Prinzip des Ikigais. Das wird sehr, was hilft denn das nochmal? Das kommt, glaube ich, aus dem Japanischen, bedeutet der Grund, warum ich morgens aufstehe. Ja, so, ich habe mir gedacht, wäre interessant zu wissen, meinen Grund zu wissen oder mal zu finden, warum ich morgens aufstehe. Und muss vier Fragen beantworten, um quasi diese Schnittmenge zu finden, was dein Ikigai ist. Das erste ist die Frage, worin bin ich richtig, richtig gut? Die Frage, womit kann ich wirklich gut auch Geld verdienen? Dritte Frage, was wird von der Welt auch gebraucht? Und viertens, was ist eine Sache, die ich liebe zu machen? Und eigentlich war so dieses Speaking ging eigentlich, das war so mehr oder weniger eine der Sachen, die mir dann halt dazu einfielen, wo ich alles mit Ja beantworten konnte. Also Ingenieur wäre auch cool gewesen, aber ich hätte es, wenn, lieber so in einem eigenen selbstständigen Format gemacht. Ja, also ich denke, in meinem Leben hätte es mehrere Szenarien geben können, wie es weitergegangen wäre. In meinem Fall ist es jetzt so gewesen und ich bin super happy damit. Wäre eigentlich mal interessant zu wissen, was so im Paralleluniversum passiert wäre, wo ich irgendwas anderes auf einmal gemacht hätte. Aber egal, da bin ich jetzt da so in Indien und hätte irgendwie so 20 Schafe und, keine Ahnung, 30 Kinder und dann bin ich einfach ausgewandert. Kann ja auch sein. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Ja, so bin ich da hingekommen, dass ich gesagt habe, was sind denn eigentlich dann diese Punkte? Und am Anfang hatte ich ehrlich gesagt, ich hatte halt diese eine Sache, vielleicht geht es den Zuhörern da draußen ja auch so, dass sie diese eine Sache haben, in der sie richtig gut sind, wo sie denken, wow, wenn die anderen Leute das kennen und lernen würden, die Leben wäre so viel verbessert, die würden auch gerne zu mir kommen, mit mir zusammenarbeiten, wenn es bei denen endlich mal Klick macht. Und das war bei mir am Anfang, also mir ging es am Anfang auch so, dass ich Probleme damit hatte, diese eine Sache, in der ich richtig gut war, das war bei mir halt dieses inspirierende Reden halten, auf der Bühne vor der Kamera sprechen. Das konnte ich schon richtig gut, konnte es auch gut bei den Leuten weiterbringen, aber mir fiel es schwer, davon leben zu können. Ja. Es fing wirklich so an, am Anfang, ich saß in einem Café mit, ich glaube, 10, 12 Leuten oder so und ich habe da Workshops angeboten für ganztägige Workshops für irgendwie 50, 60, 70 Euro und selbst da wurde dann immer noch so verhandelt, irgendwie so, ja, sollen wir nicht lieber 40 Euro machen oder so. Ich habe mich einerseits einfach nicht gewagt, höhere Preise zu nehmen am Anfang. Und auf der anderen Seite habe ich mich aber dann trotzdem auch nicht gewertschätzt gefühlt, als dann immer noch mal versucht wurde zu feilschen. Ja, und es ging dann sogar so weit, dass ich dann irgendwann in meinem Wohnzimmer saß mit vier fremden Leuten und wir haben Stimmtraining gemacht. Wahnsinn. Zum Leid meines Nachbarn. Und ja, ich habe mir halt gedacht, wir sind zwar gut vorangekommen, jedem konnte ich richtig gut helfen, aber ich habe mir gedacht, selbst wenn ich das jetzt jedes Wochenende parallel mache zu so meinem Hauptberuf, ich werde davon nicht leben können. Ja, also ich muss irgendwas grundsätzlich ändern. Und dann bin ich eben zu jemand gegangen, der das Ergebnis, was ich wollte, schon hatte. Es war ein Verkaufstrainer. Und da saß ich dann halt in so einem Seminar mit so 300 Leuten und alle haben so, oder ich habe zumindest so super fleißig mitgeschrieben und geschaut, so dass ich jedes Wort hier mit erfasse. Und es gab einen Moment in diesem Seminar, der komplett alles für mich verändert hat und vielleicht sogar dieser ausschlaggebende Punkt war, wo alles begonnen hatte. Irgendwann hatte er ein Pärchen auf die Bühne hochgeholt und die haben Fitnesscoaching verkauft. Also für so 500 Euro die Leute 300, 3 Monate lang begleitet, dass sie da in Form kommen. Und der hat die 5 Minuten interviewt, um zu verstehen, was sie so machen und danach 5 Minuten lang das gleiche Produkt verkauft. Aber nicht mehr für 500 Euro,
sondern für 5.000 Euro. Ja? Oh. Und nach 5 Minuten oder 10 Minuten in Summe sind 18 Leute von diesen 300 Leuten aufgestanden, nach vorne gegangen und wollten dieses Produkt kaufen. Er hat also nicht nur in 10 Minuten seine Preise verzehnfacht, er hat sondern auch noch mal ebenso 90.000 Euro Umsatz gemacht. Und das war für mich der Moment, wo ich mir gedacht habe, so, wow, diese Fähigkeit muss ich lernen. Nee, Wie diese hat er das Fähigkeit muss geschafft? ich meistern. Ja? Raphael, der Hammer, wie hat er das geschafft, dass er dieses Produkt, also dieses Fitnesstraining so, ja, so verbessern Er ist konnte? mir, ja, da können wir jetzt ehrlich gesagt nochmal einen zweiwöchigen Podcast aufreden. Im Wesentlichen geht es mehr darum, ganz simpel gesagt, mehr auf das Ergebnis der Person aufzugehen, statt auf das Wie. Alle, gerade so Coaches, sind so total verliebt in ihre Methoden und wir haben das spezielle System mit genau dieser Sache und ich habe dieses Zertifikat. Das interessiert die Leute überhaupt nicht. Die Leute interessiert, was kommt am Ende raus. Ja? Und dann natürlich auch so eine gewisse Flirty Future den Leuten aufzumalen, wie schön ihr Leben denn sein kann. Also es geht im Wesentlichen darum, einerseits den eigenen Expertenstatus zu zeigen, ich bin jemand, der dir wirklich helfen kann, dich aber gleichzeitig versteht, wo du bist, weil ich selber mal da stand. Dann geht es darum, den Schmerz der Leute wirklich nochmal mit dem Finger drauf zu zeigen, vielleicht sogar mit dem Finger in die Wunde reinzugehen, Salz drauf zu streuen und zu sagen, du hast einen Schmerz, du solltest etwas tun. Wir sind aber nicht von Grund auf böse, weswegen wir den Leuten nochmal zeigen, wie schön der Himmel denn aussehen kann, wenn man was tut, wenn man was macht. Ja, genau, das sind im Wesentlichen so Punkte, was auch eine Sache ist, ist begrenzende Glaubenssätze auflösen. Hört sich erstmal super kompliziert an. Das bedeutet, manche Leute haben gewisse Vorstellungen von sich, von der Welt oder von ihrer Umgebung, die sie davon abhalten, Ergebnisse zu erreichen. Sie sagen sich so etwas wie: Ja, das ist ja schön, dass du dieser Fitnesstrainer bist, du, ich glaube dir auch, du bist gut, das ist das Geld sicherlich auch wert, aber bei mir funktioniert das nicht. Oder die sagen, ja, bei mir zu Hause funktioniert das nicht. Meine Umgebung, so, meine Kinder essen Süßigkeiten und da kann ich mich nicht zurückhalten. Das wird bei mir in meinem Zuhause wird das nicht funktionieren. Oder im Business-Kontext, dass man sagt, so, ja, an sich eine gute Sache, aber in meiner Firma kann ich mir das echt nicht vorstellen. Ja, diese ganzen Einwände vorwegzunehmen, sodass die Leute, dass du den Leuten erlaubst, ja zu sich sagen, zu sagen. Weil meistens ist es nicht so, dass die Nein zu dir sagen, sondern Nein zu sich. Und das ist das, was du eigentlich auflösen musst. Oft. Oft, nicht immer, aber oft. Ja. Und bei mir war es so, ich habe mich genau diese Frage habe ich mir gefragt, so, wie macht er das? Wie hat er das gemacht? Ja. Und fand das super faszinierend und habe mich dann auf die Suche gemacht, über viele Jahre hinweg zu den Besten der Besten zu gehen. Nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, auch außerhalb, ja, wirklich international. Habe mir die besten Mosaiksteinchen von jedem genommen, habe selber natürlich etliche Bühnen bespielt, tausende Fehler gemacht, aber daraus auch gelernt zu wissen, wie es denn jetzt im Endeffekt funktioniert. Und mein Profit-Speaker-System daraus gebastelt, dass es eben Leuten zeigen soll, dass es ihnen möglichst einfach zugänglich gemacht wird, diese Fähigkeit in kürzerer Zeit als diese Jahre lang zu meistern, sodass sie natürlich auch irgendwo ihre Leidenschaft, ihre Botschaft nach draußen kommen, um davon auch leben zu können. Du hast jetzt gerade erzählt, du hast dieses Profit-Speaker-System entwickelt. Was genau ist es? Was bedeutet das für mich, wenn ich jetzt zum Beispiel bei dir ja so Kunde wäre? Was wäre das dann? Was würde mich Ja. erwarten? Genau, also im Wesentlichen besteht es genau aus diesen 3 Schritten. Ja, also erstmal geht es um Profit. Es geht darum, deinen Mehrwert erstmal so prägnant auf den Punkt zu bringen, dass es bei der anderen Person irgendwo Klick macht und die überhaupt erst versteht, warum du dieser Person helfen kannst und sie sich das auch erlaubt und zugesteht, dass das funktionieren wird. Allein das ist schon eine Sache, die da draußen, keine Ahnung, 95% der Leute falsch machen. Das ist der Schritt 1. Zweiter Schritt ist dann Speaker. Das perfekte Angebot bringt dir auch nichts, wenn du es nicht so selbstbewusst und authentisch kommunizierst in einem Gespräch. Insbesondere, wenn du irgendwie als Coach, Trainer, Berater oder so etwas tätig bist, weil du ja als Mensch eigentlich gekauft wirst. Du hast zwar auch ein Produkt, eine Dienstleistung, aber da bist du ja wirklich so als Mentor, als Coach da. Und da geht es darum, dass man dir vertraut, dass man einen guten Vibe zu dir hat. Das heißt, du lernst es eben so zu sprechen, dass die andere Person wirklich das Gefühl hat, du willst sie nicht verkaufen, sondern du bietest dich an in einer wohlwollenden Art und Weise, sodass aber auch das Vertrauen erzeugt wird, dass die Leute sagen, hey, wow, ich glaube, die Person möchte mir wirklich helfen, die nimmt mich ernst, ihr liegt es sehr am Herzen, dass ich mein Ergebnis auch erreiche. Ich kann mir gut vorstellen, mit dieser Person zusammenzuarbeiten. Und die dritte Sache ist eben das System. Ich sehe draußen super viele Leute, die wie so ein blindes Huhn versuchen, irgendwo einen Korn zu picken, aber nicht so eine gerade Linie zu ihrem Ziel irgendwo verfolgen und haben. Und jetzt stell dir mal vor, es gibt ein System, wo du jeden Tag genau weißt,
was du zu tun hast, in deinem Level der Anforderungen, was du eben für möglich hältst, um Kontrolle darüber zu bekommen, dein Ziel zu erreichen. Dass er sagt, ja, ich möchte so und so viel Geld damit machen, ich muss das und das dafür tun, das kann ich ausführen und dann hast du einfach eine Kontrolle darüber, ja, erfolgreich zu werden. Ja, das ist im Wesentlichen das, worauf es ankommt. Also meistens die drei Schritte: erstmal deinen Mehrwert auf den Punkt bekommen, Leute begeistern, überzeugen. Zweite Sache ist es, so sprechen zu lernen, dass das auch wirklich beim anderen ankommt. Und dritte Sache ist, ein System zu haben, wo du kontinuierlich besser wirst, wo du in der Kontrolle darüber bist, dein Ergebnis auch wirklich bestimmt zu erreichen. Und wie würde das jetzt direkt aussehen? Jetzt bleiben wir bei dem Beispiel vom Fitnesstraining. Ich habe jetzt ein wunderbares Fitnesstraining entwickelt und möchte das an den Mann bringen. Und jetzt würde ich dieses Profit-Speaker-System anwenden. Wie würde es dann konkret aussehen, zum Beispiel? Was würdest du mir dann vorschlagen? Es kommt jetzt auch nochmal, genau, jetzt geht es auch nochmal darauf an, wir fangen am Anfang immer nur damit an, erstmal ein konkretes Ziel zu setzen. Ja, zu schauen, was soll eigentlich erstmal am Ende dabei rauskommen. Allein das ist schon bei den meisten Leuten gar nicht klar. Sollen die sofort also wo findet dieser Auftritt statt? Ist das ein Video? Ist das eine Bühne? Was soll am Ende passieren? Sollen die Leute sich für ein Newsletter anmelden? Sollen die Leute ein Erstgespräch buchen? Sollen die Leute dein Produkt kaufen? Da erstmal zu schauen, was ist das Ergebnis und alles, was du jetzt demnächst sagen möchtest, genau darauf auszurichten. Es hängt jetzt ein bisschen davon ab, was genau du haben möchtest, weil je nachdem, ob du eine Facebook-Ads gerade machst oder eine inspirierende Rede auf der Bühne, ist es einfach nochmal etwas komplett Unterschiedliches. Im Wesentlichen, was aber viele Dinge gemeinsam haben, ist am Anfang erstmal einen Hook zu haben, weswegen ich das überhaupt haben sollte, warum es überhaupt relevant für mich ist. Das sind auch so meine Grundlagen, da können wir vielleicht auch gerne mal reingehen. Ich habe gewisse Grundlagen in diesem System drin, die überall wichtig sind, die überall gemacht werden müssen. Das ist das erste Thema ist die Relevanz. Ja, es geht also darum, warum ist das wichtig für mich? Ja, warum soll ich überhaupt zuhören? Diese Frage muss beantwortet werden. Und zwar klar, präzise am Anfang, dass du direkt so einen Raketenstart mit deiner Aufmerksamkeit hast und die Leute dann merken, oh ja, geil, ist cool, möchte ich jetzt nehmen. Zweite Sache, die auch dazu gehört, ist in Bildern sprechen. Ich merke, dass ganz viele Leute so ein, wie soll ich sagen, so eine wissenschaftliche, abstrakte Erzählweise haben. Die haben dann so gesagt, ja, wir haben hier unser Kalorien-Zellen-System und wir haben Methode XYZ, statt einfach zu sagen, stell dir vor, du wirst in 3 Monaten so gut aussehen, je nachdem, was das Ziel ist. Ne? Gehen wir mal davon aus, es ist ein Fitness-Coaching, um in Form zu kommen, wo wir wissen, dass die Leute gut aufs andere Geschlecht wirken wollen, zumindest auch aufs gleiche Geschlecht, dass die anderen Leute sagen, ohne jetzt hier wieder Kritik zu bekommen, sodass die Leute sagen, ja, geil, ist cool. Dann zum Beispiel könnte man so anfangen, dass man eben so etwas sagt wie, was würde es für dich bedeuten, wenn du genau wüsstest, in 3 Monaten könntest du so aussehen, dass sich jeder nach dir umblickt und hier denkst du, wow, wer ist dieser coole Typ, wer ist diese coole Frau, die sieht schon mal hammergeil aus, ich bin natürlich nur interessiert, ob eine gute Story dahinter steckt, und da in dieses Bildhafte reingehen. Ja, viele Leute fangen eher an, so etwas zu erzählen wie, ja, möchtest du. Ich weiß gar nicht, was viel ist. Ich muss erstmal in den Modus kommen, es schlecht zu machen. Die fangen zum Beispiel an: Hallo, mein Name ist Peter Mustermann und ich bin seit 3 Jahren Fitnesscoach. Ich habe hier diese Firma und wir machen 13 verschiedene Kurse. In dem ersten Kurs machen wir dies und jenes. Es geht halt eher darum, das Ergebnis zu versprechen. Ja, das ist so das. Also stell dir vor, das kann man Beispiel. Was könnte man mit Fitnesscoaching da machen? Du könntest so etwas machen wie: kennst du oder. Was würde es für dich bedeuten, wenn du in den Spiegel morgens schaust und du das, was du siehst, steht zu 100% dahinter? Du fühlst dich pudelwohl in deinem Körper, du fühlst dich selbstbewusst gut und du weißt, dass wenn du nach draußen gehst, sich die Leute nach dir umschauen. Ja, und schon ist so, geil. Du hast mich direkt, Raphael. Es ist wunderbar, wie es wirkt. Könnte ich mir vorstellen, das zu machen? So, ja, wäre interessant. Ja, da gibt es natürlich jetzt noch deutlich kompliziertere psychologische Muster, die dahinter stecken. Da müsste man nochmal ein eigenes Seminar mit machen. Aber das wäre jetzt mal so ein kleines Beispiel, in das man gehen kann, statt eben dieses so, was ich eben erzählt habe, dass man erstmal diese kalten Fakten hat. Also geh in ein Ergebnis, mach die Leute heiß. Also jeder da draußen kann sich das auch so merken. Ihr kennt das doch sicherlich. Zum Beispiel, ich komme ja aus München. In München ist es so, dass im Biergarten immer Brezeln angeboten werden mit Salz drauf. Ja? Warum werden diese Brezeln angeboten? Weil sie durstig machen nach mehr, dass man mehr möchte, dass man mehr will, ja? Dass man von sich aus darauf kommt.
Und was wir mit den Worten machen, ist, diese Worte zu salzen. Ja, wenn es einfach nur kalte, lasche Worte sind, dann bringt es mir nichts. Wir müssen die Wörter müssen diese Wirkung haben, dass sie Durst nach mehr machen. Die Leute sagen, oh ja, erzähl mir mehr, das klingt interessant. Das ist auch dieses Thema Relevanz, was ich eben gesprochen habe, und auch in Bildern denken. Da gibt es noch ein paar andere Kriterien, aber ich glaube, das ufert jetzt ein bisschen aus, wenn wir da ins Detail reingehen. Ja, aber ich glaube, es ist wunderbar rübergekommen, also dieses Warum in Bildern sprechen, also du hast mich jedenfalls direkt überzeugt mit dieser Rede, wo du vorm Spiegel stehst und jetzt fühle ich mich 100% selbstbewusst und wohl in meinem Körper. Das ist ein wunderbares Intro, da bin ich natürlich ganz anders dabei, als wenn jetzt einer sagt, genau, ich bin Fitnesstrainer seit 10 Jahren und ich mache ABC und genau, ja. Und so technisch und Ding. Also ich weiß ganz genau, das packt mich jetzt ganz anders. Also ja, also kann ich nur nachvollziehen. Und das sind zum Teil nur kleine Veränderungen. Die meisten Leute machen irgendwie schon 80% richtig und die müssen eigentlich nur die letzten 20% ein bisschen adaptieren, mehr in Bildern sprechen, mehr Relevanz zu den anderen kommen, ein bisschen mehr auf den Punkt kommen und schon sind es wirklich überzeugende Worte und die Leute haben genau diese Wirkung, die du hast, die sagst so, oh ja, das klingt jetzt schon viel besser. Ja? Also das, was wir jetzt gerade gemacht haben, das war jetzt nicht super schwierig. Also jeder kann sich eigentlich so, wenn man einfach mal sich die Frage stellt, was für ein Bild stelle ich mir vor von dem Ergebnis, was ich haben möchte, was ich anbiete. Ja, ich stelle mir halt vor, ich war noch nie Fitnesscoach, habe auch noch nie, also habe das Produkt noch nie verkauft in dem Sinne. Aber ich stelle es mir so vor, dass ich das Ergebnis haben möchte, dass ich mich im Spiegel wohlfühle, dass sich Leute nach mir umdrehen, wenn es eben um die Optik geht in diesem Fitness-Coaching. Und ja, also wenn ihr da draußen noch euch einfach mal diese Frage stellt, was ist das Bild, was mein Ergebnis liefert, dann werdet ihr schon massiv mehr Aufmerksamkeit bekommen. Die Leute werden euch schneller, länger zuhören und werden auch neugierig sein und von sich aus mehr auf euch zukommen. Also, weißt du, was das Lustige ist, Raphael? Ich mache mir hier nebenbei so Notizen, weil ich es so wunderbar wertvoll finde, was du gerade sagst. Und ich mir das selber auf jeden Fall merken werde und versuche auch natürlich einzubauen in meine Reden oder in meine Auftritte. Und sag mal, wenn ich jetzt als Redner auch so einen wirklich bleibenden Eindruck mit meinem, sagen wir mal Fitnesstraining, bleiben wir bei dem Beispiel, ich möchte mit meinem Fitnesstraining wirklich einen bleibenden Eindruck bei meinem Publikum oder bei meinen Zuhörern erwecken, wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das, dass ich denen nicht mehr aus dem Kopf gehe? Das sind mehrere Komponenten, die natürlich da zusammen zählen. Fangen wir mal an. Erste Sache ist das, was wir gerade gemacht haben. Ja, diese Relevanz des Publikums treffen, den Leuten die Worte zu salzen, wie ich es jetzt nenne, dass die Leute durstig nach mehr werden. Das ist die erste Sache. Zweite Sache ist etwas, was ich auch mal wieder sehe. Gehen wir mal weg von dem Thema, über das du sprichst, sondern mehr zu der Person, die du auf der Bühne oder vor der Kamera dann bist, dass du nicht nur der Experte bist. Ja, das ist etwas, was manche, also erstens, was machen die Leute falsch? Erste Sache ist, sie gehen gar nicht darauf ein, wer sie sind, was sie können. Ja, ist auch falsch. Also manche Leute haben diese falsche Bescheidenheit, dass sie gar nicht darüber erzählen, wie gut sie denn eigentlich sind. Erster Fehler. Ja? Also erstmal nenn ruhig die Punkte, warum du den Leuten Exzellenz helfen kannst. Eine gewisse Autorität hilft da enorm, was das Verkaufen angeht. Jetzt ist es aber auch so, es darf nicht nur dabei bleiben. Ja, wenn du nur der Held in der goldenen Rüstung bist, dann kann es arrogant wirken und noch schlimmer, es kann eine gewisse Distanz zwischen dir und dem Publikum aufbauen. Es kann halt eben dazu führen, dass Leute sagen, ja, natürlich funktioniert das bei dir, aber warum soll das denn bei mir funktionieren? Ja, so. Und deswegen geht es darum, den Leuten zu zeigen, einerseits, ich habe diese Autorität und ich habe alles gemacht und bin richtig gut in dem, was ich tue, aber es war nicht immer so. Ja, ich stand genau an diesem Punkt, wo du auch mal gestanden hattest, damit die Leute eben sehen, hey, das ist auch nur ein Mensch und er weiß genau, welchen Schmerz ich fühle. Er holt mich genau da ab, wo ich eben bin. Ja, also das ist so die nächste Sache, die man wirklich, wirklich da einbauen muss. Fachjargon sagt man da auch so eine gewisse Zero-to-Hero-Geschichte. Im Wesentlichen bricht es herunter auf Autorität unter der Prämisse, dass man aber auch nahbar ist als Mensch. Also im Fitnessbeispiel könnte ich dann zum Beispiel direkt sagen, heute schaue ich so aus und ich habe vielleicht dann diesen gestählten Körper und dann, aber im nächsten Satz werde ich gleich sagen, ja, und damals vor 5 Jahren sah ich so und so aus, ich war richtig dick, ich hatte Schwierigkeiten durch die Tür zu kommen, bla bla bla, um einfach da eine Verbindung herzustellen, also wie es früher auch war.
Ja. Ja, und manchmal, jetzt kommt natürlich immer die nächste Frage, ist immer die jetzt kommt, ja, aber was ist denn, wenn ich schon immer einfach gut in der Sache war, so, ja, so, wie soll ich denn das machen? Zum Beispiel bei mir war es so, hätte ich jetzt Nachhilfe gegeben, ich war in der Schule immer richtig gut, ich hatte immer gute Noten, ich musste mich auch nicht irgendwie sonderlich anstrengen, also ich habe natürlich auch gelernt und getan dafür, aber es fiel mir immer relativ leicht, muss ich einfach zugeben. Und wenn ich jetzt ich habe als Schüler dann Nachhilfe gegeben, also anderen Leuten, so um mir was dazu zu verdienen. Und da hätte ich auch, also damals wusste ich das noch alles nicht, aber ich hätte dann auch so etwas sagen können wie, hey, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Ich habe mit so und so vielen Leuten schon zusammengearbeitet, die das und das Problem haben. Ich weiß genau, wie es ist, wenn man mal hier diese Matheaufgabe nicht versteht. Ich weiß genau, wie frustrierend es ist, wenn es viel zu viel Stoff ist. Ich habe aber auch die besten Lösungen dafür, um dich da rauszuholen, dass du das Gefühl von Leichtigkeit bekommst, dass du Stück für Stück aufholst und einfach siehst, dass du nachher auch eine gute Note bekommst. Ja, also da die Leute sich etwas einfallen zu lassen, dass man die Leute da abholt, wo sie sind. Dass man dir das Gefühl gibt, ich weiß, wie du dich fühlst. Es muss nicht notwendigerweise so sein, dass du selbst durch den Schmerz gegangen bist, aber du solltest den Leuten einfach dieses Gefühl von, ich weiß, wie du dich gerade fühlst, geben. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und sag mal, wie schaffe ich das jetzt? Oder wie würdest du sagen, so aus globaler Perspektive jetzt gesehen, was macht so die Kunst aus, dann zum Schluss ein guter Redner zu sein? Gibt es da so ein paar Kniffe, wo du sagst, so ja, das ist dann das, was den Redner nochmal abhebt? Wir bewegen uns ja schon in dem Bereich. Oder gibt es da so ein gewisses Muster, was du vielleicht auch bei deinen Vorbildern gesehen hast? Es kommt halt, also Rede ist ja auch nicht gleich Rede, aber um es mal zu sagen, also es ist was anderes zum Beispiel, was komplett anderes, Leute zu inspirieren, als Leuten etwas zu verkaufen. Das sind zum Beispiel zwei nicht komplett verschiedene, aber sehr verschiedene Sachen. Ich würde aber angenommen, ich würde trotzdem mal finden, was unter allen Rednern zusammen die wichtigsten Sachen sind, ist es, das sind sie, eigentlich kommen wir wieder zurück zu diesen Grundlagen, die ich eben gesagt habe. Erstens, den Kern des Warums treffen, ja, dass man die Leute einfach diese Frage beantwortet bekommen, ganz klipp und klar und eindeutig, warum soll ich gerade zuhören? Das ist eine riesengroße Sache. Das ist eine riesengroße Sache. Dann würde ich sagen, die nächste Sache ist es, eine gewisse Form von Authentizität. Ich würde sogar sagen, dass das sogar die Basis ist, dass ich nicht eine Maske trage, dass ich nicht der Präsenter bin, sondern dass ich voll und ganz dahinter stehe, was ich gerade hier sage und mache und tue. Weil also die Menschen haben überall so kleine Antennen, die merken sofort, wenn wir uns irgendwie verstellen oder nur etwas verkaufen und andrehen wollen oder irgendeine Botschaft da rausgeben, hinter der wir nicht eigentlich wirklich stehen. Genau, genau, so würde ich es formulieren. Erstmal die Authentizität als Basis, danach diese Redeeffektivität. Das bedeutet, dass du ein ganz klares Ziel hast, was du verfolgst und alles ist darauf ausgerichtet. Und ein großer Punkt davon ist eben auch dieses Warum zu befriedigen. Und ich finde, als Spitze der Pyramide, das ist so ein bisschen das Sahnehäubchen, kommt, finde ich, eigentlich erst diese Technik. Ja, was angeht, hier Körpersprache richtig, Stimme richtig, rhetorische Mittel verwendet und so weiter und so fort, um einfach der Performance auf der Bühne nochmal den richtigen Kick zu geben. Ja, also Authentizität als Basis, Redeeffektivität, ein klares Ziel haben und alles ist darauf Ja. ausgerichtet. Und drittens eben die Technik, die dahinter steht. Jetzt sind wir ja heutzutage, sitzen wir ja ganz oft im Homeoffice. Wie würdest du sagen, setzt man jetzt diese Skills, auch gerade die letzten, die du genannt hast, also Körpersprache und so weiter, wie setze ich das jetzt in, ja, in Zoom um oder in irgendwelchen digitalen Formaten? Wie schaffe ich das rüberzubringen? Ja, die Leute denken immer, nur weil ich jetzt online bin, muss ich irgendwie eine neue Art von Rhetorik erfinden oder irgendwie ist alles anders. Dabei kommt es eigentlich nur darauf an, das, was ich eben gesagt habe, den Nerv der Leute zu treffen und es bei den Leuten Klick machen, dass es bei den Leuten Klick macht, ja. Wenn du also auch so sprechen kannst, dass es bei den anderen Leuten Klick macht, dann ist es egal, in welchem Medium dass du das machst. Also jetzt hier zum Beispiel, natürlich, man sieht jetzt gerade nicht meine Füße oder wo ich jetzt gerade bin, aber trotzdem eine Körpersprache. Ich weiß nicht, wie oft ich heute schon gesagt habe, auf der einen Seite haben wir das, auf der anderen Seite haben wir das, dass ich irgendwie mit meiner Körpersprache etwas unterstreiche, wie ich es jetzt hier gerade mache. Das kann man genauso gut in Zoom machen. Klar, man hat jetzt nicht mehr diese Bühnenchoreografie, also ein paar Werkzeuge, da ist man schon stark beschnitten, aber Stimme, Augenkontakt ist genauso da. Es ist nochmal ein anderes Medium. Ich würde sogar sagen, dass es online schwieriger ist, weil die Aufmerksamkeitsspanne geringer ist und die Leute geschützt an ihrem Raum sind. Vielleicht ist sogar irgendwie die Kamera aus und man fühlt sich nicht so ertappt, wie wenn man da wirklich in dem Publikum sitzt. Aber ich denke mir, wenn du es schaffst, in Zoom
zu überzeugen und zu begeistern, dann wirst du es im echten Gespräch sowieso erst recht schaffen. Mhm. Ja? Du hast gerade einen interessanten Punkt genannt, dass die Leute, wenn die in Zoom sitzen, dann sind die vielleicht nicht so alert, nicht so aufmerksam, wie wenn sie jetzt tatsächlich im Publikum sitzen bei einer Rede. Was mache ich jetzt als Redner oder wenn ich etwas vortrage in Zoom, dass die wirklich bei mir bleiben, dass die Aufmerksamkeit wirklich da bleibt bei mir? Gibt es da so einen Trick oder sowas? Im Wesentlichen sagen wir so, du machst genau das Gleiche wie auf der Bühne, nur du kannst dich halt nicht groß bewegen, ja, weil der Platz ist eingeschränkt. Mhm. Außer diese Bühne und diesen Körperkontakt, den es nicht gibt, ja, das ist vielleicht zwei Sachen, die es nicht gibt online. Der Rest ist sehr, 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 sehr ähnlich. Nur wirst du online härter bestraft, wenn du etwas nicht so gut machst. Ja? Mhm. Also wenn du online langweilst, sind die Leute haben alle möglichen Alternativen sofort zur Hand. Ständig springt hier irgendwie ein Handy und irgendeine neue Nachricht oder der Messenger poppt hoch oder eine neue E-Mail ist drin oder ich mache parallel noch was in zwei, drei anderen Tabs. Mhm. Das ist halt die große Herausforderung, da besser zu sein. Also du musst quasi krasser sein, um das gleiche Ergebnis online zu haben. Trotzdem musst du aber genau das gleiche machen. Ja, es ändert ja nichts. Du musst halt ein bisschen besser sein, weil die Ablenkungen, die da sind, größer sind. Mhm. Aber sonst bleibt im Wesentlichen alles ziemlich gleich. Ja. Ja, ich muss trotzdem die Leute begeistern. Ich muss trotzdem, weiß ich nicht, meinen Expertenstatus aufbauen. Ich muss trotzdem in den Schmerz der Leute gehen. Ich muss trotzdem den Himmel zeigen. Ich muss trotzdem denen mein System vorstellen. Ich muss trotzdem ein Angebot machen. Mhm. Der Werkzeugkasten sieht einfach nochmal ein bisschen anders aus. Hier und da, zum Beispiel, kann ich dafür irgendwie Online-Umfragen machen. Ich sage so, schreibt mal was in den Chat rein. Ja, wo ich früher gefragt habe, ruft mal was rein, bitte, sage ich jetzt halt, ruft in den Chat rein. Oder wenn ich eine Umfrage mache, gibt es dann ein cooles Tool, wo die Leute direkt irgendwie einen Balken sehen, wer wie viel abgestimmt hat. Mhm. Aber von den Grundsätzen ist eigentlich alles gleich geblieben. Mhm. Und jetzt wechseln wir einmal kurz die Perspektive, weil, also was du gerade genannt hast, das passiert mir selber tatsächlich leider auch. Ich bin in irgendeinem Online-Meeting und ich merke, oh Mist, jetzt meine Aufmerksamkeit schwindet so langsam. Und wie du sagst, ist dann Handy, irgendwelche Tabs, irgendwas ist offen, du siehst, eine E-Mail kommt rein. Wie schaffe ich es jetzt auch als Zuhörer, tatsächlich da bei der Sache zu bleiben? Gibt es da irgendwelche Tricks, also jetzt gerade bei Homeoffice und Online-Meetings, was ich da machen kann am besten? Als Zuhörer. Also ich würde erstmal einführen, Feedback geben, aktiv Feedback geben. Das ist etwas, was gerade in Deutschland, obwohl in Deutschland ist es noch okay. Also ich war jetzt zum Beispiel letzte Woche in Dubai, da gilt es immer noch mal ein bisschen, Feedback wird als etwas Negatives angesehen. In Deutschland ist es eigentlich sogar noch okay, aber trotzdem könnten wir es viel stärker leben, so eine Feedback-Kultur. Zu sagen, hey, du hast da gerade eine halbe Stunde gesprochen und irgendwie war ich nach 2 Minuten eigentlich schon mehr oder weniger weg, weil du das und das und das gemacht hast. Es wäre viel besser gewesen, wenn du dies und das gemacht hättest und ich traue dir auch voll und ganz zu, dass du es schaffst. Wie wäre es dann, wenn du das und das nächstes Mal machst, um eben das alles auch mal zu verbessern? Du kannst natürlich auch einfach mal die Person irgendwie währenddessen kontaktieren, dass du gezielt Fragen stellst, die dich interessieren. Das hängt aber jetzt auch sehr, sehr stark vom Format ab. Aber ich glaube, dass du als Zuhörer erstmal direkt nicht so viel Einfluss darauf hast, ob der Redner jetzt wirklich ein gutes Ding macht. Vor allem die meisten sind ja auch irgendwie vorbereitet oder sonst was. Mhm. Wenn du die Interaktivitätsmöglichkeit hast, nutz sie. Und sonst gib zumindest ein Feedback, dass es wenigstens beim nächsten Mal besser wird. Ja, finde ich einen großartigen Tipp. Werde ich nächstes Mal versuchen. Ja, du lernst ja selber auch dadurch. Ja, du lernst, das ist auch eine Sache, also viele fragen mich, warum bist du so schnell so gut geworden? Klar habe ich extrem viele Fehler gemacht in einer sehr schnellen Zeit oder eigentlich in einer längeren Zeit einfach extrem viele Fehler. Aber eine Sache, die auch dazu gehört, ist diese Beobachtungsgabe. Zu schauen, ich schaue mir auch ganz oft andere Redner an oder Facebook-Werbeanzeigen, wo die Leute dann was präsentieren. Und denke mir so, was haben die denn ja gerade gemacht? Warum finde ich das jetzt interessant und warum finde ich es vielleicht gerade langweilig? Ja, also ich finde, da sind richtig coole Sachen. Ich habe letztens eine Facebook-Werbeanzeige gesehen. Ich finde die richtig gut, darauf wäre ich nie gekommen. Er kam halt irgendwie so rein, so, was hat dein Business? Er hatte so eine riesen Wassermelone in der Hand. Ja, so, was hat dein Business mit dieser Wassermelone? Und in dem Moment fällt ihm diese Wassermelone hinter, die klatscht unten auf und er so, oh shit, das sollte gar nicht passieren. Na gut, dann komme ich halt gleich zum Punkt. Aber für mich war es total, es war so ein geiler Aufhänger. Es war so, ich musste einfach zugucken. Es war einfach so krass. Es war so wie der Autounfall, wo man nicht wegschauen konnte. Und es war einfach nochmal was komplett anderes. Ja? Mhm. Und diese Sachen, da gucke ich bei allen zu und ich schreibe mir das auch auf. Also das ist jetzt so, weil ich meine, ich mache das hauptberuflich. Aber wer auch
eine Empfehlung an Leute da draußen. Wenn ihr irgendwas seht, was euch inspiriert hat, was euch gefallen hat, was euch richtig gecatcht hat, schreibt euch das auf. Ich hab wirklich so Listen, ich habe Listen, ich habe bestimmt, ich glaube, ein Dokument mit 60 Seiten, nur lustige Momente aus meinem Leben. Einerseits extrem gut, um mal eine gute Laune zu haben, wenn es immer nicht gut geht. Auf der anderen Seite aber auch exzellentes Wörterbuch oder exzellente Liste, um meine Reden mit Humor anzureichern. Ja, weil ich einfach so, ach, es gab so diesen einen coolen Moment, den kann ich in die Rede einbauen. Genauso habe ich das mit Geschichten. Also jeder von uns erlebt jeden Tag Geschichten und die haben manchmal auch eine gewisse Moral, die ihr nehmen könnt. Schreibt euch die mal auf, was ist die Moral und vielleicht könnt ihr die irgendwann mal nutzen. Ja, statt dann nur so trockenen Fakten zu sprechen, könnt ihr dann einfach mal eine Geschichte erzählen. Und ich bin der festen Überzeugung, das ist einfach Fakt, innerhalb der letzten 24 Stunden ist euch eine Geschichte passiert, die eine Moral für jemand anders haben kann. Ja, und es ist wirklich selbst mit Corona und Lockdown und allem. Ich habe letzte Woche mit einem Kunden ein Gespräch gehabt und wir haben eine inspirierende Geschichte darüber erzählt, wie er sich die Haare geföhnt hat. Ja, also kann wirklich aus allem eine inspirierende Geschichte machen, um nachher diese Botschaft zu haben. Man muss halt immer schauen, wo nimmt man diesen Bezug her? Ja, da muss man ein bisschen kreativ sein, aber es ist möglich. Finde ich sehr clever, sich da Notizen zu machen im Alltag, wenn du was Großartiges siehst oder eine tolle Geschichte erlebst im eigenen Leben. Mal ganz konkret, welche Tools nutzt du dann, um das dir aufzuschreiben? Hast du da auf dem Handy was oder machst du das am Laptop oder wie sieht das aus bei Wenn dir? ich Was was genau nutzt du da? mache. Wenn du dir jetzt so, sagen wir, dieses Beispiel mit dieser Werbeanzeige auf Facebook, mit dieser Melone, die auf den Boden fällt, und wenn du sagst, hey, das ist ein großartiger Trick, um Aufmerksamkeit zu generieren, wo schreibst du das dann auf? Also ganz konkret. Ich habe einfach Listen, da schreibe ich mal einfach plump hintereinander. Also ich habe sogar, also das ist natürlich ein bisschen krasser noch, bei mir ist ja vieles auch so wissenschaftlich hinterlegt. Ja, also wenn ich zum Beispiel Storytelling mache, dann geht es wirklich so in die Richtung, welches Element löst welches Hormon im Kopf der Zuhörer aus. Ja, kann ich gerade Dopamin auslösen? Das ist zum Beispiel das Hormon, was kennt ihr das Gefühl, wenn man sich bei Weihnachten auf etwas freut, so, oh, endlich gibt es Geschenke, endlich ist Weihnachten, ich freue mich so. Stellt euch vor, dieses Gefühl könnt ihr beim Zuhörer erzeugen, wenn ihr sprecht. Ja, dieses Gefühl, was man dafür braucht, um das zu fühlen, ist Dopamin, Neurotransmitter, der wissenschaftliche Hintergrund. Und es gibt ganz gewisse Techniken, die dahinter stehen, um dieses Dopamin auszuschütten. Und ich habe meine Geschichten nochmal nach diesen ganzen Hormonen sortiert. Ich habe dann Geschichten, die Spannung erzeugen. Ich habe Geschichten, die Mitgefühl erzeugen. Ich habe Geschichten, die den Menschen Mut machen, sodass sie eben auch bereit sind, all ihre Komfortzone zu verlassen. So habe ich das sortiert und ja, und dann habe ich nochmal eine Riesenliste halt mit witzigen Momenten. Das mache ich schon länger, als dass ich, also das kommt noch nicht mal mehr aus meiner Rednerzeit. Das habe ich schon lange bevor ich, also das mache ich schon seit. Boah, ich glaube schon seit 15 Jahren oder so mache ich das. Wirklich einfach so ein Dokument führen, deswegen hat das auch schon 60 Seiten oder noch mehr. Wenn einfach irgendwas richtig Witziges passiert ist, schreibe ich mir das auf und das ist halt einfach richtig geil. Ich habe teilweise wirklich noch so Momente aus meiner Schulzeit, wo ich einmal zurückdenke und meinte so, boah, war das witzig, war das geil. Und einfach total das Lachen anfangen muss. Ja, genau. Also so gehe ich das an, habe das alles schön sortiert gemacht und dann ist es für mich wie so ein Baukasten, wie Lego-Steine kann ich die Sachen zusammenpuzzeln und bauen. Und dann komme ich sehr, sehr schnell an mein Ziel. Und da gibt es ja auch Tools wie Notion.so, wo man sich ja auch sowas notieren kann, ganz praktisch. Und das funktioniert, glaube ich, auch auf dem Mobiltelefon und auf dem Laptop überall, wo Ja, man es gibt sich dann alle möglichen so. Notizprogramme. Also ich habe teilweise einfach eine simple Word-Liste, da schreibe ich alles rein, fertig. Ich habe auch ein bisschen was in Evernote, das ist auch so ein Notizprogramm, aber das macht den Braten jetzt nicht fett. Fett macht den Braten, dass du überhaupt anfängst, eine Liste zu führen, selbst wenn es ein PXT-Dokument ist. Und jetzt kommen wir noch einmal zu dir, Raphael. Was waren denn so jetzt in der Retrospektive auch betrachtet, was waren die wichtigsten drei Dinge, die du in deinem Leben gelernt hast bis heute? In meinem Leben, also nicht nur In deinem Leben. aufs Leben. Ja. Eine Sache ist so dieses Ding, ich mache immer wieder die Erfahrung, also fangen wir mal so an. Vielleicht kennst du auch diesen Film Matrix. Ja, Matrix ist dieser Film, da Neo ist der Protagonist und der lebt halt in so einer ganz normalen Welt, wie wir auch,
Und irgendwann merkt er halt, er lebt gar nicht in einer eigentlichen Welt, sondern das ist so eine Computersimulation. Ja, und er hat die Möglichkeit, so nachher wird er so vor die Wahl gestellt, nimmst du die rote, die blaue Pille, willst du in dieser Computerwelt bleiben und alles bleibt so, wie es ist, oder willst du eigentlich die wirkliche Welt erfahren? Ja, und mir ist immer, ich merke, es ist immer wieder so, dass man in so einer Art Matrix lebt, jeder zu jedem Zeitpunkt, ich selbst auch gerade wieder, und immer wieder kann man auf einmal so eine neue Matrix finden, so dass man sagt, so krass, ich habe gerade einen totalen Breakthrough gehabt. Zum Beispiel war es für mich ganz lange nicht vorstellbar, dass ich meinen Ingenieursjob kündige und so als Speaking Coach Vollzeit das mache. War für mich nicht vorstellbar. Ja, ich bin so, boah, krass, das kann ich noch nicht machen. Und jetzt ist es aber dahin gekommen. Und es ist so, dass ich trotzdem immer noch Vorstellungen von der Welt habe, dass ich sage so, boah, das wird sicherlich niemals der Fall sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das habe ich nicht verdient, das habe ich nicht erlebt. Und dazu sagen, es ist möglich. Ja, es ist möglich. Geh dahin, such die Leute, die das können, schau hin, dass du es hinkriegst, und bleib dran und dann kriegst du das hin. Egal wie absurd es ist, schalt es einfach aus, dass du denkst, das ist für mich nicht möglich, sondern träum da verrückt und hab das Vertrauen, es ist möglich. Also das ist eine Sache, die richtig, egal ob es Verkaufen ist, egal ob es die Jobwahl ist, egal ob es seinen Körper in Form bringen ist, egal ob es Dating ist, egal ob es Fitness ist, alles was dazu gehört, ja, in allen Sachen kann man unglaublich krasse Dinge erreichen, selbst wenn es am Anfang erstmal mega weit weg ist. Und das ist dieses Ding, was ich in letzter Zeit immer wieder und immer häufiger erlebe, so boah, ich habe gerade die Matrix gesehen, ja. Ich weiß noch, als ich das, ich kann mich noch daran erinnern, als ich das erste Mal, als ich zum Beispiel, ich hatte mal, als früher, hatte ich mal eine Freundin. Und die habe ich halt, ich habe mich wirklich getraut, sie anzusprechen. Vorher war das immer so, ich habe die Freundin irgendwie aus dem Freundeskreis kennengelernt, ja, und dann ist man halt irgendwie so zusammengekommen. Und irgendwann hatte mich aber ein Freund mal gepusht dazu, hey, wir sind durch die Stadt gegangen und er so, hey, du bist doch Single, du bist alleine, du bist traurig und einsam, du willst eine Freundin. Da hinten, die sieht doch, ist doch genau dein Typ, sag dir doch mal Hallo. Und für mich war es so, nee, gar keinen Fall. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ba, 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 ba. Mach das jetzt, mach das jetzt. Und dann habe ich es gemacht und bin wirklich nachher mit dieser Person, mit dieser Frau zusammen gewesen. Einige Jahre lang sogar. Richtig schöne Zeit und alles gehabt. Und für mich war das dieses Ding: Wow, es ist möglich, dass ich zum Beispiel auf eine Frau zugehe und sie irgendwas Cooles empfinde. Genauso im Business, ja, dass ich sage: Ich habe die ganze Zeit diesen festen Ingenieursjob. Ich kann doch nicht irgendwie. Wie lebe ich denn so? Zum Beispiel meine Eltern haben auch ein bisschen diese Vorstellung, du brauchst einen festen Job, wo du was Vernünftiges verdienst und wo du angestellt bist und ein regelmäßiges Gehalt bekommst und Sicherheit hast. Für mich war es auch so, die neue Matrix zu sehen, da zu sehen, krass, man kann so etwas wie verkaufen oder inspirieren oder anbieten, lernen, dass es nachweislich funktioniert, dass du davon auch gesund leben kannst. Da war für mich noch eine Sache. Jetzt gerade im Moment, was bei mir passiert, ich bin seit 3, 4 Wochen am Rumreisen. Ich war jetzt letztens in Dubai, bin jetzt in Ägypten, bald geht es nach Bali. Ich habe mir auch bis vor einem Monat noch gedacht, oh, ich muss unbedingt in meiner festen Wohnung leben und ich brauche meine Komfortzone, wo ich mich wohlfühle. Und jetzt merke ich gerade so, jetzt, nee, brauche ich gar nicht. Ich finde das Reisen gerade voll cool. Und sich da, das ist eigentlich die Sache, auf die ich hinaus möchte, da sich darauf einzulassen, einfach mal seine Komfortzone zu verlassen, zu schauen, hey, die Matrix zu verlassen und eben zu sagen, ich schaue mal an, wie die Welt da draußen wirklich aussieht und es ist möglich. Ja, so, das war die erste Sache. Das Darf ich da war gleich die eine erste Sache. Rückfrage, darf ich da eine Rückfrage Ja. machen, Raphael? Also ich finde es großartig, wie du meinst, dass du da aus deiner Komfortzone rausgekommen bist und ja neue Dinge gemacht hast in deinem Leben, wo du dachtest, dass du die nie machst. Kannst du beschreiben, was es genau war oder was dir diesen letzten, sagen wir mal, Kick gegeben hat, es dann zu tun oder was war es ganz genau? Also dieser eine Punkt, dass du gesagt hast, hey, ich verlasse jetzt zum Beispiel meinen sicheren Job als Ingenieur und mach das. Also was war das quasi, dass du diese eine Matrix verlassen hast, um da diese neue Welt zu entdecken? Was war das genau? Bei mir war es ich würde sogar sagen, fast allen Bereichen, oder vielleicht sogar in allen Bereichen, dass ich jemand anders gesehen habe, der viel krasser war. Es war egal in allem, was ich hatte. Es war in Breakdance so. Zum Beispiel, also ich bin ja auch Breakdancer. Ich hatte halt einen Trainer, der hieß Sugar Ray, der war so Weltmeister. Und ich habe ihn tanzen gesehen und ich dachte mir so, boah, krass, ich werde wahrscheinlich nie wie, ich werde nie so gut wie er sein, aber ich gehe wenigstens in die Richtung,
richtig gut zu werden. Und am Anfang war es halt so, ich konnte überhaupt nicht tanzen, null, gar nicht, total Katastrophe. Ich habe, glaube ich, ein paar Monate gebraucht, um den ersten Schritt zu lernen. Und irgendwann, Jahre später, ich spule sehr schnell vor, habe ich ihn als Trainer abgelöst. Ja, ich war selber dann der Trainer bei uns im Verein und hab die Kids unterrichtet. Also da sind halt solche Dinge sind da wirklich irgendwie möglich, wenn man sich so einen Mentor holt, genauso im Verkauf. Ich hatte auch, damals habe ich ja erzählt in die Story, ich hatte dann diesen Verkaufstrainer, der auf einmal diesen Moment hatte, so krass, es ist möglich. Ja, das ist die Sache, es ist möglich. Mein Breakdance-Trainer hat sich auf den Kopf gedreht. Wow, es ist möglich. Der Typ, der Verkaufstrainer, hat 90.000 Euro in 10 Minuten gemacht. Wow, es ist möglich. Dann, ich selbst habe auch, deswegen bin ich ja auch gerade am Reisen, bin da auch mit jemand unterwegs, der die ganze Zeit reist und ein super geiles Leben hat. Und ich denke mir so, wow, ist es möglich. Und ich schaue mir immer an, was erreichen andere Leute? Und wenn, für mich ist immer so dieses Ding, wenn ich jemand sehe, jemand anders hat das erreicht und geschafft. Denke ich mir so, wenn der es geschafft hat, dann werde ich es auch schaffen. Ja, oder ich kann es schaffen. Das ist die leichtere Form davon. Ja, ich kann es auch schaffen. Und es lohnt sich, in diese Richtung zu gehen. Genau, das ist eigentlich so das Ding, was mich motiviert und wo ich auch merke, wenn ich jetzt mit Kunden zusammenarbeite, ich glaube, das ist auch mal das Ding, was sie motiviert. Also viele kommen manchmal dahin und sagen, oh, ich bin noch schüchtern, ich bin noch introvertiert, ich bin nicht so der Redner oder ah, ich bin noch zu verkopft, zu logisch. Aber ich sehe, du hast dir gerade voll die inspirierende Rede gehalten. Ja, dann wird das für mich wohl auch irgendwie machbar sein, insbesondere wenn du mich jetzt an die Hand nimmst. Also bei mir war grundlegender Prozess, seit vielen Jahren habe ich in ganz vielen Lebensbereichen Mentoren, Coaches, die mir eben zeigen, was für mich möglich ist. Es geht gar nicht so sehr darum, dass sie mir ihre Werkzeuge zeigen. Die zeigen mir eher, was ist ein, die geben mir ein Bild, eine Vision von mir selbst, die möglich dadurch wird. Ja, hey, ich sehe dich da und das kannst du schaffen. Und die schenken mir eigentlich so dieses Selbstvertrauen und dieses Selbstvertrauen, diesen Weg zu gehen und zu machen und zu tun. Das ist, glaube ich, das, was dahinter steckt. Ja, finde ich einen ganz großartigen Gedanken, vor allem wenn man bedenkt, dass ja sehr viele Personen auf der Welt wirklich Großes geleistet haben, also Raketen entwickelt haben, Autos entwickelt haben, Flugzeuge entwickelt haben, Computer entwickelt haben. Also es gibt ja wirklich unzählige Dinge und wenn man da sieht, dass das, wie du sagtest, dass das möglich ist, ja, dann schafft man das selber auch irgendwie oder man kann da hinkommen. So, das war jetzt Nummer eins von den wichtigsten Dingen, die du Ja. gelernt hast in deinem Leben. Was ist Nummer zwei und drei? Genau, lass mir gerade überlegen. Das ist eine richtig gute Frage. Finde ich richtig cool. Ja, genau, also erste Sache ist so dieses immer wieder die scheinbare, es klingt so trivial, diese scheinbare Komfortzone zu verlassen, aber wirklich so dieses, ich finde, mir gibt, ich liebe diesen Film, Matrix ist der beste Film. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch an. Richtig guter Film. Ich sehe die Matrix, du siehst das erste Mal so, hey, mein ganzes Leben, was ich getan habe, ist eigentlich eine Scheinwelt. Ich kann so viel krasser sein da draußen. Das ist die erste Sache. Zweite Sache, das ist echt eine echt gute Sache. Zweite Sache würde ich sagen, ja, zweite Sache ist, ich bin okay. Ja, das ist so diese Sache von, wir haben, ich selbst, ich kann mich noch erinnern in ganz vielen Lebensbereichen. Zum Beispiel damals, ich habe euch ja erzählt, ich habe dieses Krimi-Dinner-Event gemacht und ich war damals bei einem guten Kumpel im Büro, der hatte so ein Immobilienbusiness und der war schon, hat sich schon während des Studiums, hat er da 10.000, 100.000 Euro verdient. Und dann bin ich zu ihm gegangen und ich meinte so, hey, bei mir mit dem Verkauf muss es auch mal besser laufen. Und da meinte er so, hey, hier ist ein Telefon, ruf du einfach mal jetzt 50 Spiegelläden hier in Aachen an, ob die dein Produkt kaufen wollen. Und für mich war es so, ich so, boah, ich kann keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich kann es nicht. Ich war so richtig so total steifelt, total eingefroren. Ich so, ich kann das nicht. Es geht nicht. Also wirklich Paralyse. Vielleicht geht es euch ja manchmal auch da draußen, wenn ihr so Cold Calling oder so etwas machen musstet. Und das ist einer der Gründe, weswegen dieses Unternehmen damals auch gescheitert ist. Ja, ich habe keinen Vertrieb hinbekommen oder war so sehr in dieser Angst, die Welt würde zerbrechen. Wir denken ganz oft so, wir sind das Zentrum des Universums, ja, alle Leute gucken auf uns. Meistens ist es so, dass eigentlich nichts passiert. Ja? Also stell dir vor, ich hätte 50 Unternehmen damals angerufen und wollte dieses Spiel verkaufen und 50 Unternehmen hätten gesagt, so, nee, brauchen wir nicht, ist langweilig, ist uninteressant, nee, auf gar keinen Fall, was ist das für ein komischer Anruf? Was wäre das Schlimmste, was passiert? Gar nichts. Ja, ich habe immer noch meine Hände, ich habe immer noch meine Füße, ich kann immer noch reden. Nichts wäre passiert. Und das sehe ich immer wieder in ganz vielen unterschiedlichen Lebensbereichen. Ja, dass man in so einem Knappheitsdenken ist, dass man sagt so,
oh, ich bleibe lieber auf der sicheren Seite. Und das hatte ich ganz oft. Und es hat mich, wenn ich würde sagen, einer der wichtigsten Punkte in meinem Leben ist, ich wusste eigentlich schon, dass ich eine Entscheidung treffen musste und ich wusste eigentlich schon, was ich will, aber ich habe ewig lang darüber nachgedacht und es hat mich so viel Zeit gekostet. Sei es darum, meinen Angestelltenjob irgendwann zu kündigen. Sei es darum, vielleicht mal die falsche Partnerin zu haben und doch eine Beziehung zu beenden, nur weil man vielleicht Angst hatte, oh, aber wo bin ich denn jetzt, wenn ich gerade niemanden an meiner Seite habe? Sei es darum, jetzt auf eine Reise zu gehen, statt in der gleichen Stadt immer zu bleiben. Ja, also da zu sagen, wenn ich im Bauchgefühl schon weiß, das ist die richtige Sache, dann mache ich das jetzt einfach. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist eigentlich meistens gar nichts oder fast gar nichts. Vielleicht ein bisschen Geld ausgegeben, vielleicht irgendwas Falsches gemacht. Aber wenn man mal ganz ehrlich zu sich selbst ist und vielleicht hilft es auch nochmal einen Freund zu Rate zu ziehen, im schlimmsten Fall passiert meistens eigentlich gar nichts. Ja, das ist echt so eine Sache, die zweite wichtigste Sache ist. Jetzt haben wir noch eine Sache zu. Was darf ich noch mitgeben? Ich glaube, das dritte Learning ist es für mich. Ganz allgemein jetzt erstmal gesagt, aus dieser sozialen Konditionierung auszubrechen. Was meine ich damit? Klingt super abstrakt und kompliziert. Ich meine damit, wir leben in so einer Gesellschaft, wo wir gewisse Vorstellungen von der Welt haben, wie die Welt zu sein hat. Ja? Zum Beispiel war es ja so, was kann ich jetzt zum Beispiel nehmen? Zum Beispiel war es bei mir so, ich war Ingenieur, ich war immer gut, ich habe eben schon erzählt, ich war immer gut in der Schule. Ich war immer gut in Mathe, ich war immer gut in Physik. Dann bin ich zur Uni gegangen. Was habe ich gemacht? Ja, ich war gut in Mathe, Physik. Ja, werde ich doch halt einfach mal Ingenieur. Ja, es war witzigerweise auch die Uni war direkt vor der Tür. Da gibt es so eine Elite-Exzellenz-Uni direkt vor der Tür, RWTH, war genau in meiner Stadt. Ich denke mir so, ja, gehe ich halt dahin und studiere das. Hab das Ingenieurstudium durchgezogen, habe das beendet. Also ja, was mache ich denn jetzt mit dem Ingenieurstudium? Ja, bewerbe ich mich doch mal hier bei Unternehmen, die ganz gutes Geld zahlen, damit ich Ingenieur werde. Ja, bin ich bei BMW gelandet. Aber eigentlich habe ich mich irgendwie nie so richtig gefragt, ist das wirklich das, was ich jetzt gerade machen will? Oder ist das das, was man halt so macht? Ja, und das ist nicht nur bei der Berufswahl so, sondern auch bei der Partnerschaft. Ja, ich weiß nicht, wie viele Menschen ich kenne, die so aus Gewohnheit zusammen sind. Die, wenn sie ganz ehrlich zu sich selbst sind, sagen würden, es ist schon ganz okay, es ist ganz nett und ich bin ja schon irgendwie glücklich. So richtig erfüllt bin ich irgendwie nicht. Ja, genauso was Jobwahl angeht, genauso was aber vielleicht auch Freunde angeht. Ja, wenn irgendwo ein Freund nicht mehr passt oder einfach, keine Ahnung, man hat sich auseinandergelebt oder sonst etwas oder man hat sich vielleicht verändert und weiterentwickelt, ist es vollkommen auch okay, mal die Leute ein bisschen weniger zu treffen, vielleicht auch nicht mehr zu treffen, je nachdem, wenn man das eben möchte. Um zu schauen, hey, ich lebe nicht mehr nach den Vorstellungen von jemand anders. Wenn ich zum Beispiel nach den Vorstellungen meiner Eltern gelebt hätte, dann wäre ich weiter bei BMW geblieben. Ich wäre garantiert nicht jetzt rumgereist in aller Welt, wäre jetzt auch garantiert nicht in Ägypten, hätte so viele geile, coole Erfahrungen verpasst, gemacht, getan. Mein Leben wäre so viel, ja, fremdbestimmt durch andere Vorstellungen, wie die Welt dann eben zu sein hat. Also, dritte Sache, die ich hier mitgeben möchte, freimachen der sozialen Konditionierung. Überleg dir, was möchtest wirklich du und nicht, was kommt von anderen? Und das sind zum Teil wirklich tiefgehende Sachen. Ich glaube sogar, letztens habe ich mich echt super lange mit einem Kumpel überhalten, so nach dem Thema, möchtest du wirklich eigentlich eigene Kinder haben? Ist das eigentlich eine Sache, die von außen so konditioniert ist, dass man keine Ahnung, seinen Eltern die Enkel schenken möchte? Oder ist das etwas, was du wirklich haben möchtest? Ja, das sind wirklich tiefgehende Lebensentscheidungen, die damit hängen. Letztens auch mit jemand anders so. Möchtest du wirklich heiraten oder nicht? Und möchtest du wirklich in Deutschland leben oder woanders? Möchtest du wirklich deinen Job kündigen oder nicht? Ja, und alle Antworten sind vollkommen okay. Es ist total okay, zu jeder Antwort Ja oder Nein zu sagen. Aber sei dir bewusst darüber, dass es wirklich deine Entscheidung ist. Ja, also da sich freimachen von der sozialen Konditionierung. Eigene Sachen treffen. Das würde ich sagen, sind so diese drei Sachen. Also nochmal so zusammenzufassen: Erste Sache, verlass die Matrix, ja, sag dir so, hey, das und das ist auch möglich, wenn ich es woanders gesehen habe. Let's go. Für mich war diese Pille eben, wenn ich jemand anders gesehen habe, der das hat, was ich gerne haben möchte und nicht total geflasht war. Dann zweite Sache war ja so das Ding, es ist möglich. Ja, also wirklich da rauszugehen, zu sagen, ich bleibe dran, ich tue was dafür. Und ich habe dieses Vertrauen, das wirklich zu machen. Und dritte Sache,
Mach dich frei von dieser sozialen Konditionierung, werd dir klar, was sind Fremdbestimmungen und was möchtest wirklich du und entscheid auch danach, selbst wenn es hart ist. Ja, mega, mega großartig, was du da berichtest, Raphael, weil das sind auch Dinge, die ich selbst erlebt habe in meinem Leben. Und ich kenne genau diesen einen Moment, wenn du sitzt abends im Auto und fährst nach Hause von deiner Freundin und dann überlegst du dir so zum Beispiel, also wenn wir bei der Freundin bleiben, so, ist es wirklich die Frau, mit der ich zusammenbleiben möchte? Ist es sie wirklich? Das ist dieser stille Moment, den du mit dir selber hast, wo du dir so wirklich überlegst, ist es das? Ist es wirklich das, was ich will? Und das ist super interessant, wenn man dann so wirklich auf sich selbst hört und wie du sagst, ein bisschen aus dieser sozialen Konditionierung rausgeht, was man in der Schule lernt und so weiter, und wirklich mal in sich selbst reinhört, ja, was will ich denn? Und das ist super interessant, was dann da rauskommt und vor allem, wenn man dann anfängt, danach zu handeln und merkt, was alles möglich ist und wohin man gehen kann. Und zu deinem zweiten Punkt, den ich auch wunderbar finde und der auch für mich zutrifft, dass man einfach Dinge versuchen muss und machen muss. Und was mir da auch wahnsinnig geholfen hat, ist, also du hattest ja dieses Beispiel mit den 50 Anrufen da und dass man einfach ich kann mich auch noch erinnern, ich hatte richtig Probleme, Leute anzurufen oder anzusprechen und zu sagen, hey, ich habe dies und jenes, was hältst du davon? Und was hat mir geholfen, eigentlich auch diese Einstellung, dass ich wusste, zum Beispiel auch, wenn wir wieder zu den Mädels gehen, wenn du drei Mädels ansprichst, dann kannst du vielleicht mit einer, von einer kriegst du vielleicht die Nummer. Dann von dreien, wo du die Nummer hast, kannst du vielleicht mit einer ein Date ausmachen und von drei Dates kannst du vielleicht mit einer kommst du zusammen oder so. Also du hast eigentlich auch im Endeffekt, du brauchst so an die, sagen wir mal, 30 Kontakte, bis du quasi eine Frau für dich gewinnst. Und das kannst du natürlich auch auf andere Dinge in deinem Leben anwenden. Und das macht es ganz angenehm, weil du weißt, okay, hey, jetzt habe ich nur noch irgendwie, muss ich nur noch 10 Mädels ansprechen und die nächste ist es dann irgendwann. Ja, Und das heißt Vertrieb umgelegt auf Dating, ja. ja, genau. Und jetzt sag mal, Raphael, gab es einen Menschen, der dich inspiriert hat, diesen Weg zu gehen? Also einen ganz speziellen. Du hattest ja, es war schon, ist ja Punkt 1 so ein bisschen. Du hast Leute gesehen, die Dinge gemacht haben. Gab es jetzt einen Ja. ganz besonderen Menschen, der dich auf deinem jetzigen Weg so gepusht hat oder der dich da inspiriert hat? Da gibt es mehrere, viele Leute, also viele, viele Leute. Also ich selber habe wiederum einen Mentor, der mir, ich würde sagen, der ist so der Größte, der in diese Richtung geht, der mich am weitesten gepusht hat und auch ständig noch dran ist. Sowohl was Business angeht, als auch dieses Reiseleben, was ich jetzt gerade angefangen habe. Das ist, je nachdem, welchen Bereich ich habe, ist das komplett unterschiedlich. Also im Business habe ich so meinen Mentor, der mich sehr inspiriert, der mich da immer wieder zu neuen Durchbrüchen beflügelt. Also Mentoren sind einfach das Beste, ja. Jeder sollte Deutschland Pflicht sein, dass jeder einen Mentor bekommt. Dann im Breakdance habe ich halt hier Sugar Ray, ja, das ist so ein richtig krasser Weltmeister, Trainer, übertrieben, der charismatische Typ. Nicht nur vom Tänzerischen her, ja, sondern auch vom Charakter her. Extrem, extrem hat er mich geprägt, was das angeht, so gesundes Ehrgefühl und alles. Dann habe ich aber auch, in jedem Bereich, es gibt echt in jedem Bereich, so im Bereich Dating kenne ich dann Leute, die einfach richtig cool, die es wirklich schaffen, der Frau eine richtig coole Zeit zu geben und es einfach so locker leicht ist und es alles cool funktioniert einfach, ohne dass man so die ganze Zeit Sorgen haben muss. Dann in Finanzen ist es auch so, dass ich da jemanden kenne, der mit Finanzen extrem krass gut umgehen kann. Also ich habe da je nach Lebensbereich, habe ich da den einen oder anderen, der mich da total inspiriert. Ich würde sagen, das, was unterm Strich dabei übrig bleibt und auch vielleicht so die finale Message ist, sich so Mentoren oder Coaches zu nehmen, die eben das Ergebnis haben, was man gerne haben möchte und was man total bewundert. Und dann wie ein Ingenieur da rangeht und sagt, hey, wenn der es erreicht hat, was hat denn der dafür getan? Was muss ich dafür tun, um das Gleiche zu erreichen? Meistens erreicht man das Ergebnis viel schneller, weil er ja schon all diese ganzen Fehler gemacht hat und weiß, wie es jetzt wirklich funktioniert. Und der erste Mentor, den du jetzt genannt hast, also Sugar Ray war dein Breakdance-Mentor quasi und der Mentor, der dir deinen jetzigen Weg so ein bisschen bereitet hat oder vorgelebt hat, sind es mehrere oder gibt es da Namen auch dazu? Also wenn ich selber jetzt, keine Ahnung, in Auch eine ähnliche Richtung gehen würde. mehrere. Also das wechselt halt auch immer wieder so. Das sind immer wieder mehrere Leute, die sich dann auch immer wieder mal so ein bisschen abwechseln, je nachdem,
welcher Lebensbereich das ist. Ich würde gar nicht so sagen, wenn ich so diesen einen Mentor habe, sondern ich würde mehr, das ist eigentlich auch eine viel bessere Botschaft, zu schauen, wo kann man sich den Mentor holen, der dir das Ergebnis bringt, was du gerne haben möchtest. Ja, und wie schaffst du das? Du schaust dir eben die Leute an, wie du schaust dir die Leute an, die es da draußen gibt, die du bewunderst für irgendetwas. Und dann frag dir einfach mal. Ja, ein Mentor heißt nicht unbedingt direkt, dass man hier 10.000 Euro ausgeben muss. Damals Breakdance Training war 15 Euro im Monat. Warst auch ein geiler Mentor. Also, es kann auch sehr günstig sein. Ja, aber da, ich finde, das ist so, dass, also hätte ich weiß noch genau, zum Beispiel, um mal bei diesem Breakdance, um bei allen Themen, Breakdance, ich war alleine, ich war am Anfang, habe mir auf YouTube irgendwelche Videos angeschaut, habe versucht, das in meinem Zimmer irgendwie nachzumachen, diese Bewegung. Ich habe ewig gebraucht, ich habe währenddessen noch Fehler gemacht, die ich selber gar nicht gemerkt hatte. Genauso ein Business. Ich war erst in diesem Café da, habe versucht, mir Workshops zu geben für 50, 60 Euro, wo mir jemand gesagt hat, mach mal größere Pakete, sprich mal die richtige Zielgruppe an und mach mal vernünftigen Vertrieb. Ja, genauso im Dating war es irgendwann auch so, dass ich bei mir war es auch mal so, dass ich relativ lange in dieser einen Beziehung war und ich mich gefragt habe, ist es das nicht? Bis mir irgendwann klar wurde, dass wie Schuppen von den Augen fiel, so, hey, eigentlich, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich zu mir selbst bin, ist es das nicht? Wechsel, oder was war, Wechsel klingt so hart, beende das und schau, ob du jemand anders findest, der wirklich zu dir passt. Genau, also das ist jedes Mal ist so etwas gewesen. Und ja, also Mentoren sind einfach das Ding. Also wenn ich ein Gesetz in Deutschland erlauben würde, wäre es dieses Ding, jeder sollte einen Mentor haben, der ihm einfach zeigt, wie er sehr schnell an das Ziel kommt, was er eben haben möchte. Also ich pick mir den Mentor raus, der die Richtung vorlebt, in die ich auch gerne gehen möchte und frag auch einfach oder frag einfach irgendwelche Menschen, die mich beeindrucken. Genau, Und das Mentor kann man abstrakt sehen. Also man muss das jetzt gar nicht so sehen, du hast jetzt ein 3-Monats-Programm, wo du jeden Tag deine Hausaufgaben machst. Das ist eine Möglichkeit. Aber es geht auch, ich hatte auch einen Mentor, ich weiß noch zum Beispiel genau, als ich mich damals auf die Europameisterschaft vorbereitet hatte, ich war zum Beispiel, ich hatte einerseits den damaligen Europameister wirklich als richtigen Mentor, so richtig mit allem drum und dran. Ich hatte aber auch, es gab in meinem Rhetorikverein gab es eine Person, war schon älter, ich sage jetzt mal älterer Herr, über 60, glaube ich, würde ich das einfach mal einschätzen. Super, der herzliche, wie so ein Großvater, der eine richtig tolle, leidenschaftliche Geschichte am Lagerfeuer erzählt, wo man einfach dran ist und merkt, hey, die Person nimmt sich gerade 100% Zeit für mich da zu sein. Und für mich war es am Anfang ein bisschen die Herausforderung, auch mit meiner vollen Emotion und Leidenschaft da zu sein, weil ich eher so der Ingenieur war, eher technisch, eher logisch. Und von ihm habe ich zum Beispiel dieses Ding genommen. Ich habe mit ihm mich einfach mal nach einem Meeting zusammen in den Burgerladen gesetzt, mit ihm gesprochen, wie er es denn macht, dass er diese Herzlichkeit ausstrahlt und macht. Und umsonst, in Anführungszeichen, hatte ich da meinen Mentor, der mir da geholfen hat und was gezeigt hat. Und das kann auch schon ein Mentor sein. Ja? Also Mentoren sind an jeder Ecke, man muss sie nur suchen und fragen und auf sie zugehen. Man kann das mit wenig und mit viel Geld machen. Es kann aber, also jeder kann Mentoren da draußen finden, um deutlich schneller an sein Ziel zu kommen, das Leben zu bekommen, was er wirklich haben möchte. Ja, und das ist vielleicht auch so mein finaler Appell. Hey Leute, geht da draußen, verfolgt eure Ziele, schnappt euch jemanden, der das Ergebnis schon hat, um wirklich drastisch schneller dieses Ergebnis zu erreichen. Das ist so eines, vielleicht sogar das größte Learning von allen. Das ist auch so ein bisschen das, was ich als Ingenieur mitgenommen habe. Da nennt man es da nochmal. Ich komme gerade nicht mehr auf den Fachbegriff, aber ist auch egal. Dieses Modeling of Excellence. Ja, du hast irgendjemand, der dein Ergebnis erreicht hat, der alle Fehler gemacht hat, der genau weiß, wie es funktioniert. Du kopierst dieses System sinngemäß oder überträgst es über dich und dann wirst du so schnell an dein Ziel kommen und kannst so viel mehr erreichen, als wenn du ständig versuchst, es irgendwie alleine hinzukriegen und zu frickeln und zu fummeln. Und eine kleine Nachfrage zu dem, was du gerade gesagt hattest. Du hast gesagt, du hast diesen Mentor getroffen und der hat dir gesagt, wie du diese Ausstrahlung auf der Bühne herstellst, dass das so aus dem Herzen herauskommt. Wie ging das tatsächlich? Was war so sein Trick? Also final geäußert hat es sich dadurch, dass er mir gesagt hat, du musst wirklich gerne, also wenn du zu einer Person sprichst, musst du wirklich gerne zu dieser Person, das hört sich total trivial an, ja, aber du musst wirklich mit ganzem Herzen, aus vollem Herzen zu dieser Person sprechen. Ja? Stell dir vor, selbst wenn du das Publikum nicht kennst, stell dir vor, es ist ein wirklich guter Freund und du möchtest ihm einen wirklich guten Rat geben. Und mit dieser Energie gehst du auf die Bühne
und gibst deine Rede aus. Ja? Es geht nicht um den Pokal. Ja, Pokal kann man sich ins Regal stellen. Das ist nur im schlimmsten Fall eine Plastikstatue irgendwie. Du gehst nicht auf die Bühne für den Pokal, du gehst auf die Bühne, um andere Menschen zu erreichen und zu bewegen. Und wen erreichst du lieber als einen guten Freund? Finde ich ein ganz großartiges Bild. Und dann habe ich schon die abschließende Frage an dich, mein Lieber. Und zwar, was war dein schönstes Erlebnis als Coach und als Public Speaker? Mein schönstes Erlebnis, boah, es gab so viele schöne Momente. Boah, das ist mal eine echt gute Frage. Ich stand ja schon auf keine Ahnung, wie viele hunderten Bühnen, was das angeht. Ich könnte jetzt sagen, dieses Ding mit der Europameisterschaft, das war schon ein, also da diese Meisterschaft zu gewinnen, war natürlich ein krasses, krasses Erlebnis. Warum? Weil ich auch diese nicht, also eigentlich, genau. Boah, es kommen gerade so viele Gedanken. Ordnen. Also, ich würde sogar sagen, so ein Sieg bei der Europameisterschaft war schon ein sehr, sehr, sehr krasses Gefühl. Nicht, weil ich gewonnen habe, das war auch cool, sondern ich hatte eben schon gesagt, es ging um eine Feedback-Rede. Ja, und bei dieser Rede war es nicht nur so, dass ich mich natürlich super krass vorbereitet hatte und eine richtig Hammer-Rede auch wirklich da abgeliefert habe. Das hat sich schon geil angefühlt, weil ich so voll im Flow war. Ich war auf dieser Bühne, ich wusste genau, was ich tun musste. Ich habe es genauso performt, es war genauso, wie ich es mir vorgestellt hatte. Also ich habe mich so gefühlt wie so ein Virtuose an seiner Geige, der so gerade genau das perfekte Lied irgendwie spielt. Aber dann habe ich nochmal einen draufgesetzt. Und zwar, jetzt kommen verschiedene, jetzt das steckt vielleicht alles zusammen. Ich habe zwei Sachen gemacht, oder zwei Sachen gemacht, die niemand anders gemacht hatte. Und zwar habe ich mich inspiriert an einerseits dem älteren Herrn, von dem ich gerade gesprochen habe, bin nach der Rede, das war quasi, ihr könnt euch vorstellen, es war so eine große Bühne, und dann war auch in längerer Distanz, da war erstmal so 10, 15 Meter gar nichts zu sehen, bevor jetzt die ganzen Stühle kamen. Und alle Redner waren auf der Bühne geblieben, und ich hatte bei Sugar Ray, der Breakdance-Trainer, der hatte, ich habe, hatte mir von ihm ein Battle angesehen. Und er ist sehr originell in seiner Art zu battlen. Also ein Battle ist so ein Tanzwettbewerb, wo man gegeneinander tanzt und der Bessere gewinnt dann. Und er hatte dieses eine Battle gegen Hurricane, so ein Locking Battle, wo die gegeneinander getanzt haben und es ging schon richtig ab. Die Leute waren richtig krass drauf und es war alles perfekt zur Musik. Und dann, man muss immer noch einen draufsetzen, man muss immer noch besser als der andere sein. Und Sugar Ray ist halt auf die Idee gekommen, Moment mal, ich gehe von der Bühne runter und tanze im Publikum weiter und hole mir da irgendwie so ein High Five von den Leuten ab und gehe wieder auf die Bühne. Was halt total originell ist, weil niemand das einfach gemacht hat. Es geht auch viel um Originalität und Kreativität. Und dieses Konzept habe ich mir genommen. Am Ende der Rede, ich habe das Fazit perfekt auf den Punkt gebracht, habe diese Herzlichkeit von dem einen Herrn genommen, von meinem einen Menschen. Also ich gehe jetzt voll in diese Herzlichkeit, bin von der Bühne gegangen, was niemand gemacht hat. Bin auf diese Dame zugegangen mit genau den letzten Worten, die genau in dieser Rede gepasst haben. In dieser Rede ging es um einen Pfeil. Es war eine inspirierende Rede und sie meinte quasi so, man kann einen Pfeil spannen und man kann zielen, solange man will. Aber wenn man loslässt, muss man vertrauen, dass der Pfeil trifft. Ja, und sie hat immer diese Metapher mit diesem bogenschießenden Pfeil gemacht. Die letzten Worte, ich bin so zu dir hingekommen. Und wenn du das berücksichtigst, wirst auch du ins Schwarze treffen, um ihre Rede aufzuholen. Plus gleichzeitig in dem Moment gebe ich ihr einen High Five, habe die Bühne verlassen. Alle Leute so, was passiert hier gerade? Voll krass. Super herzlich, super on point. Und das war schon du merkst es selbst an meiner Euphorie gerade, das war so einer der krassesten Flow-Momente, wo ich jemandem wirklich viel geben konnte. Und es auch noch so geil gepasst hat, von allem drum und dran, das Publikum hin und weg war und ich halt diese Meisterschaft gewonnen hatte. Ich würde sagen, das war schon einer der krassesten Punkte. Ja, unter anderem halt, weil die Meisterschaft gewonnen, ja, aber auch um in diesem Flow, es geht mir um dieses Flow-Erlebnis und diese Message in diese Person. Ich weiß noch genau, wie diese Frau da saß und einfach so voll mit diesen Augen und voll so, mein Herz ist voller Liebe und alles ganze Publikum so, yeah. Das war schon ein geiler, geiler Moment. Ach, der Hammer, der Hammer. Eine wunderbare Geschichte zum Abschluss, Raphael. Ich kann mir vorstellen, dass in der Bühne, das war eine wahnsinnige Energie, wo du da runter bist und da den High Five auf deinen letzten Satz gegeben hast. Da wäre ich tatsächlich ganz gerne in der Bühne gesessen und hätte mir das mit angeschaut.
Ja, du mein Lieber, in diesem Sinne, ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit und für diese großartige Information. Ich hab mir tatsächlich ganz viel notiert hier mit meinem Stift, weil ich es so wertvoll fand, was du gesagt hast, und habe mir da meine kleinen Stichworte gemacht, die ich mir tatsächlich jetzt auch ja, aufschreiben werde, nochmal irgendwie in ein Word-Dokument oder so und versuchen werde auch anzuwenden. Jetzt nochmal Frage, wenn ich jetzt tatsächlich da an mir arbeiten möchte, an meinen Redeskills, wie erreiche ich dich am besten? Wo erreiche ich dich eigentlich am besten, Raphael? Ja, also am besten geht es einfach über meine Webseite, Raphael Schildgen, einfach googeln, das kommt sofort am Anfang, also www.raphael-schildgen.de. Da gibt es die Möglichkeit für jeden, sich einfach ein kostenloses Erstgespräch zu buchen. Warum sollte man, also es ist dann eine halbe Stunde, werden wir sprechen, das ist mit mir persönlich, ja, also mir liegt es immer sehr am Herzen, die Menschen da auch persönlich kennenzulernen. Also oft macht das meine Mitarbeiter, aber wenn du es darüber machst, über den Kanal, kommst du auch zu mir wirklich. Genau, ich möchte halt genau schauen, wie kann ich dir weiterhelfen? Ja, das wird in diesem ersten Gespräch einfach, das werden wir darüber besprechen, zu schauen, was möchtest du überhaupt erreichen? Also viele, die zu mir kommen, haben halt so eine Business-Idee oder haben vielleicht auch schon ein Business, wollen das wirklich aufs nächste Level bringen, möchten da wirklich die Leute so sehr begeistern, dass es endlich bei ihnen Klick macht, dass die Leute gerne auf einen zukommen und dass vielleicht schon die Leute, die, ja, die dich jetzt noch nicht kannten, morgen dein Kunde werden. Und das ist für jeden möglich da draußen. Ich möchte aber trotzdem mal schauen, wo genau du stehst, was genau deine Herausforderungen sind. Und das, ja, das wäre der Weg, den ich, der ganz einfach, der super schnell ist. Also geh auf meine Webseite www.raphael-schildgen.de. Da steht dann Termin vereinbaren, kannst du draufklicken, ein Gespräch mit mir persönlich auch wirklich vereinbaren. Dann lernen wir uns kennen und von da aus würde ich dich dann sehr an die Hand nehmen. Du kannst also nur gewinnen, gibt nichts zu verlieren. Ich würde mich sehr freuen, euch da draußen kennenzulernen. Wunderbar, dann weiß ich Bescheid. Also ich kann direkt mit dir sprechen und dich kennenlernen und dann arbeiten wir gemeinsam einen Weg aus. Super. In diesem Sinne, mein Lieber, ich bedanke mich nochmal und auch an die Zuschauer zu Hause. Lasst unbedingt ein Like da natürlich, wenn es euch gefallen hat und drückt auch aufs Abonnieren und auf die Glocke. Dann kriegt ihr immer wieder Info, wenn ich ein neues Video hochlade und einen neuen interessanten Gast habe. Und schreibt natürlich auch in die Kommentare, wenn ihr jetzt Fragen habt an den Raphael, wie sowas funktioniert mit der Rede oder auch ganz generelle Fragen, schreibt sie einfach unten rein und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, Servus und ciao und beste Grüße nach Ägypten zum Raphael.